Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Kantai-Panne. Es tut mir sehr leid, dass diese Leute hier wieder dazwischen albern. Eben haben wir das schon mal probiert, dann ist allerdings komischerweise bei uns das Internet kurz abgeschmiert, weil der Router resettet hat. Und weil jemand angerufen hat, meinst du? Genau, weil jemand angerufen hat. So. Also bei mir seht ihr es in voller Länge, da seht ihr auch und hört ihr auch unsere schöne Diskussion. Also, Ja, toll. Ja. Jedenfalls, was ich sagen wollte, es tut mir sehr leid, dass wir es nicht hingekriegt haben, das Finale früher zu bringen, weil das wird jetzt definitiv das Finale. Und du machst das falsch, Tom. Du musst sagen, dass das lange Warten endlich ein Ende hat, dass die Spannung endlich gesenkt werden kann und dass das absolut Intention war. Richtig. So, Akaya tötet es alle. So, liebe Freunde, das war's. Es liegt sicherlich nicht daran, dass einfach immer irgendwer keine Zeit hat und ich fürs Finale gerne alle Leute dabei haben wollte, genau. Nö. Nein, das musst du ja so den Leuten nicht so sagen, Tom. Ich bin ehrlich zu meinem Publikum. Ja, aber die müssen es doch nicht wissen. Jetzt wissen sie es. Transparenz. Genau. Du lügst sie ja nicht an, wenn du ihnen einfach nur nichts sagst. Du lügst sie ja nicht an. Wir können mal vorab gleich mal was anderes ankündigen. Nico, wir können ja vorab noch kurz was anderes ankündigen. Oh Gott. Nämlich, was denn eigentlich passiert, nachdem wir mit diesem Finale durch sind. Ja, wir löschen unsere Accounts und schlitzen uns die Hälse auf. Nein, was? Eigentlich wollte ich damit nur sagen, dass Nico dann als Spielleiter. Ja, Nico übernimmt als Spielleiter und wir spielen in einem anderen System quasi mit Star Wars Hintergrund. Wir spielen quasi in einem anderen System. In einem anderen System. Mit anderem System meinte er, glaube ich, Sternensystem. Aber gehen würde wir jetzt mal auf. Trotzdem gerne noch was. Aber auch in einem anderen Universum. Ich würde gerne noch vorher was zu dem vorherigen Gespräch sagen, denn sind durchsichtige Hosen eigentlich Transparpants? Das sagtest du bereits und du wurdest bereits ignoriert. Hör auf, das zu wiederholen. Ich dachte, ihr hättet es nicht bemerkt. Ja, du wirst bei mir ausgepiept, das weißt du. Aber ich müsste ausgegobbelt werden zu dieser Folge. Aber wenn ein Mann Transgender wird und Kinder hat, dann wird er transparent. Hört auf, diese Schmerzen. Es wird allerdings auch eine Transfrau, die älter wird. Na gut, okay. Darf ich jetzt mal kurz was sagen? Nein. Also ich möchte eigentlich nur sagen, die Situation, in der ihr euch befindet, ihr seid gerade relativ angeschlagen teilweise aus dieser Mine herausgelaufen und hinter euch ist ein guter Teil davon zusammengestürzt, nicht ganz ohne euer Zutun. LP. Ja, gute Mine zum bösen Spiel, ne? Ich hab da volle LP. komm. Ich sag dir, teilweise etwas angeschlagen. Es ist jetzt auch ein bisschen später, also es wird dunkel. Warum sind wir teilweise angeschlagen? Allerdings geht so eine gewisse Erschütterung. Hörst du mir überhaupt zu? Eine Erschütterung. Ja, eine gewisse Erschütterung geht durch das nähere Gebiet. Warum bloß? Weil wir vermutlich eine der stützenden Höhlen zum Einsturz gebracht haben. Ja. Also ich sag mal, es ist jetzt nicht so, dass Teile der Stadt runtersacken. Warum bist du so aggressiv dann? Das Bergwerk ist ja auch nicht unter der Stadt, sondern im Berg. Heißt ja Bergwerk. Und die Stadt ist auch nicht unter dem Berg. Sind nicht die Stadtwerke. Oh Mann. Darf ich kurz sagen, dass diese Stadt quasi auf diesem nicht wirklich Berg, sondern eher hohem Hügel liegt? Also sind es doch die Stadtwerke. Hast du nicht gemerkt, dass Kurt schon gar nicht funktioniert? Das hat jetzt keiner verstanden. Naja, darf ich kurz sagen? Nee, kurz funktioniert es nicht. Ja. Richtig. Kommt auf die Definition von kurz an, weil kurz ist relativ. Genauso wie eng. Warte mal, was? Ja, und das ist ein dehnbarer Begriff, schon klar. Also, ja, und das ist auch ganz lustig. Wenn man sagt, okay, 10 Sekunden sind kurz. Ja, wenn man quasi eine Millisekunde dazu nimmt, das halt ist ja nichts. Ändert sich ja nichts an der Tatsache, dass es kurz ist, wenn man eine Millisekunde hinzufügt. Das ist dann eigentlich lange 10 Aber, Sekunden. Aber wenn man jetzt unendlich häufig immer nur eine Millisekunde hinzufügt und Millisekunde hinzufügen macht nicht, dass es von kurz, dass aus kurz lang wird. Wo ist die Grenze? Das kommt drauf an, 10 Sekunden können lang sein, wenn du sie mit einer Millisekunde vergleichst.
Ja, wenn man das jetzt mal außen vor lässt. Ich wollte gerade sagen, kannst du genauso gut sagen, sagt, okay, wie viel Sandkörner musst du aufeinander türmen, dass du einen Haufen hast. Richtig. Weil davon abgesehen, 10 Sekunden Ping sind schon ganz schön lange 10 Sekunden. Ja, das ist richtig. Darf ich jetzt einfach mal verlangen, dass wir mal ein bisschen in Character arbeiten? Folgende Situation. Okay. Ihr taumelt mit bebendem Boden unter den Füßen aus einer Mine. Dabei wird unser werter Herr Akaya noch gestützt von unserer Priesterin, wenn ich mich recht erinnere. Ich kann selber laufen, ich habe 4 LP. Mit anderen Worten, man muss dich schief angucken und du liegst wieder im Dreck. Ich kann trotzdem selber laufen. Gut, jeder weiß, wie viel LP und AP er momentan hat. Ja. Ja. Gut. War nicht genug. Dann gebe ich jetzt einfach mal an die Spieler ab. Bitte in Character. Auf ins Dorf. Dorf? Das ist Stadt. Stadt. Die Zwerge haben zu gierig und zu tief geschürft. Was war das für ein Scheiß? Ja, wir müssen dich erstmal zum Doktor bringen. Ich kenne da eine gute Adresse. Nur ohne Tür. Bin ich dabei. Ja, ich bringe unseren Schreiber zum Doktor. Bügelmensch? Hat er seine Tür inzwischen repariert? Wann denn? Okay. Wir waren jetzt einige Stunden weg. Ja, ich sag mal, da hängt jetzt sowas sehr schief in den Angeln, also... Krieg sie weg. Tritt sie auf. Wir haben keine Zeit. Bitte. Naja, ich muss dich ja nicht tragen. Wenn ich dich tragen müsste, würde ich sie eintreten. Das könnte ich kaum ertragen. Ja. Also ich sag mal, ihr müsst schon eine gewisse Strecke zurücklegen. Und ihr merkt, die Leute sind sichtlich irritiert. Also gut, man kennt Erdbeben in Kantaipan. Aber es ist trotzdem ein bisschen... beunruhigend, wenn sowas auftaucht. Ja, wir sind genauso überrascht wie Sie, ne? Also. Ich bin der Cool Guys Don't Look at Explosions Guy und. Ich habe leider kein Verstellen. Ja, ich tue so, als wäre ich genauso überrascht wie alle anderen auch. Oder wie? Du wirklich so, als wäre ich genauso überrascht wie alle anderen auch. Ihr müsst darauf jetzt auch nicht würfeln. Ihr steht jetzt nicht explizit im Zentrum der Aufmerksamkeit, wenn ihr im Halbdunkel aus dieser Mine kommt, während die halb hinter euch zusammenkracht. Sag ja, gute Mine zum bösen Spiel. Also, ihr macht euch auf den Weg zum Heiler. Wie gesagt, bei dem ist auch schon die Tür so mehr schlecht als recht repariert. Ich dreh sie weg. Du. Ja. Dann mach mal bitte einen Wurf auf Stärke, aber erschwert um, sagen wir mal, 30. Ich habe Stärke 43. Hey. Auf geht's. Könnte klappen. Ernsthaft? 07. Wirklich? 07. Oh. Also ich sag mal, das gibt einen ordentlichen blauen Fleck, aber die Tür fliegt auf, obwohl sie eigentlich nach außen aufgeht. Also sie fliegt nach innen, obwohl sie nach außen aufgehen sollte. Ich trete die Tür ein, taumel dann in den Raum und kippe um und tu so, als wäre ich ohnmächtig. Gut. Die anderen sehen also Folgendes. Also er liegt jetzt quasi wieder, wie soll man sagen, euer... Das unter den verzweifelten Worten, Hilfe, Heiler. Da hätte ich jetzt gerne aber auch noch ein Verstellen für. War der Plan. Würde ich dir aber auch erleichtern um 4 bei deinem Zustand. 8 Verstellen auf 10. Also um 4 erleichtern wäre 22. Ja, passt. Du kriegst dich gut genug verstellt. Also, Folgendes. Ihr seht also, wie euer werter Schreiber plötzlich sich von der Priesterin losreißt, halb humpelnd auf diese Tür zuläuft, dagegen tritt, kurz das Gesicht vor Schmerzen verzerrt, die Tür kippt nach innen in den Raum rein. Kurz danach kippt der Schreiber hinterher. Kurz bevor ich in den Raum reinkomme, drehe ich mich um und sage zu den Leuten, das wollte ich schon immer mal machen. Und mache dann das, was ich jetzt tue. Ich möchte sagen, dabei hältst du dir übrigens den Fuß. Ja, das ist okay. Kenichi schüttelt nur den Kopf. Also, wer macht denn sowas? Ich taumel hinterher. Ich bin vergiftet worden, mir tut alles weh. Ich habe noch 7 LP, es ist noch eine ganze Menge, aber au. Also es dreht sich jemand natürlich sofort, sobald die Tür umkippt, um. Also wieder der kleine, arme Arzt, der hier schon mehrfach einen halben Herzinfarkt bekommen hat, starrt erstmal völlig fassungslos auf den Mann, der auf seiner Tür liegt und den Mönch, der über ihn drüber steigt.
Was ist denn jetzt wieder los? Wir bräuchten Hilfe. Heil uns, du Idiot. Ach, ich dachte, du wärst ohnmächtig. Ich trete im Schlaf. Ich trete den Schreiber nochmal. Wart ihr das gegenseitig zumindest so, wie ihr gerade miteinander umgeht, lässt es das vermuten. Vielleicht solltet ihr mit den Übungen ein wenig vorsichtiger sein. Und vor allem, es wäre nett, wenn ihr ein bisschen auf meine Tür achten würdet das nächste Mal. Also sofern ihr mir diese Dreistigkeit gestattet, wäre das Samurai. Weniger reden, mehr heilen oder reden und heilen. Dann bringt so ein Türrottel. So schlecht kann es ihm nicht gehen. Ich kümmere mich zuerst um den Mönch, der so blass aussieht. Ich stelle mich atemlos. Also ich halte einfach die Luft an und tue so, als würde ich nicht mehr atmen. Ich dachte schon, du siehst Helene Fischer. Am besten doch so mit verschränkten Armen. Ich halte jetzt so lange die Luft an, bis du mich behandelst. Ja. Tja, das als Kassenpatient muss man sich seine Tricks einfallen lassen, hör mal. Entschuldigung, du bist ein direkter Angestellter der Adligen. Ja. Das weiß er aber nicht. Ich bin quasi Beamter, aber trotzdem lasse ich mir Tricks einfallen. Ja, Arbeitsausfall, Atemnot. Also, ihr, also er sagt erstmal, dann bringt sie auf die Betten hier. Also, ich meine, bringt ihn zumindest auf ein Bett. Der werte Herr hier kann wahrscheinlich selbst noch zu einem gehen. Wie sieht es denn mit den anderen aus? Sind noch andere verletzt? Ja, wir haben da noch so ein paar. Ich rumpel mal zum Bett. Mir geht's gut. Tom? Ja? Also ich brauche jetzt keine medizinische Behandlung. Tom? Mhm. Hast du das mitbekommen? Als er das gesagt, stehe ich auf, geh zum Bett, leg mich hin. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Das frage ich mich auch. Das fragt er sich gerade auch, aber er sagt es lieber nicht, weil er seinen Kopf behalten will. Oh, ich mag das. Magnus, du bist echt Magnus der inkompetenteste Maximus. Ninja überhaupt. Was? Er hat mir abgekauft. Ja, noch. Ja, aber offensichtlich nicht sehr lang. Gut. Ich hätte eigentlich so tun müssen, als würde ich mich mit letzter Kraft zum Bett schleppen. Tragt ihn zum Bett, der Ninja rollt selber ins Bett. Also, eine kleine Frage. Wer ist denn sonst alles wenigstens ein bisschen angeschlagen? Voller LP. Ja, ein bisschen schon. AP, die Hälfte ja, ein bisschen bin ich auch angeschlagen. Aber das heißt, es gibt quasi drei, die behandelt werden könnten, unter Umständen. Also ich habe vor allen Dingen wenig AP. Weiß nicht, wann ich die LP verloren habe. Kampf gesagt. Gegen die Riesenspinne. Mir fehlen noch 5 LP. Da bin ich mir eben nicht sicher. Ich würde sagen, gerade der Vergiftete, die Priesterin und unser werter Nicht-Ninja. Was? Definitiv ein Schreiber, nicht. Ein Unschuldiger. Wie gesagt, ein definitiv Nicht-Ninja. Also so wie er sich verhält, ist er definitiv nicht ein Ninja. Die beste halt Tarnung überhaupt. Das ablenken. Ist so offensichtlich, dass das kein... Wie Darth Jar Jar. Ja, genau. Ja. So offensichtlich, dass er kein Sith Lord sein kann. Ja. Also prinzipiell eindeutig, möchte ich jetzt kurz sagen, ihr werdet auf jeden Fall alle drei behandelt. Der schaut sich halt euch alle kurz an. Der Schreiber sieht natürlich am schlimmsten aus. Ich würde sagen, er kann auf jeden Fall jeden mal 1W6 LP heilen. Ich werde das mal kurz hier auch würfeln. Hui! Man freut sich, dass er würfeln kann und würfelt jetzt einfach alles. 2 für Akaya. 2? 2. 2 oder 3? 2 mit Z. Ah. Sag da am besten 2. Bei LP AP, das ist ja lame. Ja, dann kommen... Nico, du kannst über die Hälfte deiner AP sowieso noch nicht raus. Dann kriegst du wahrscheinlich noch eine extra Behandlung. Ja, jedenfalls, dann gibt's noch was für unseren werten Herrn Mönch. Also der schaut sich dich an, du wirkst halt, wie soll man sagen, die Farbe der Adern um die Bisswunden sieht halt nicht so toll aus. Du bist verdammt blass, hast kalten Schweiß auf der Stirn. Dir wird so ein bisschen Zeug eingeflößt, ein bisschen die Wunden behandelt und so weiter. Es ist eine sehr unangenehme Behandlung, aber du kriegst 4 LPAP wieder. Hoffentlich hat sie keine Eier in dich reingelegt. Über die Bisse. Und die Priesterin natürlich als letztes. Bisschen unwahrscheinlich. Du kriegst ebenfalls 4. Ich auch nice. Welche. Ich dachte, du wärst unverletzt. Nee, Benny ist unverletzt. Ich bin unverletzt. Also wie viel hast du verloren? Weiß nicht, wann ich die verloren habe. Also mir fehlen 5 LP und... Ja, dann wird das relativ aktuell sein. Und 28 AP. Du kriegst einen immerhin wieder. Nee, 27 AP fehlen mir.
ihr werdet auf jeden Fall noch eine Nachterholung kriegen und sowas. Und vor allem, Lina hat jetzt ja wieder ein paar AP, um wenigstens zu versuchen zu heilen. Sich selbst kann sie gerade nicht heilen, weil du wurdest ja letztens erst von diesem anderen Priester geheilt. Ja. Aber du kannst zum Beispiel Akaya heilen. Ich kann zum Beispiel auch Kinichi heilen. Liebste Jai. Oder Akaya. Wäre es euch ein zu großer Umstand, meine Wunden zu verheilen. Ich bin sicher, ihr seid wenn du so fragst, ja. Kompetenteste Heilerin hier in diesem Raum. Definitiv, ja. Ja. Also, ich möchte ihr ganz eindeutig zeigen, dass ich sie sehr lieb habe und dass sie Dickpics zählen nicht. Die sind noch nicht erfunden. Er kann ja trotzdem sein Ding rausholen. Ich glaube, dass ich dazu mit meiner Einstellung glatt ein Verstellen brauche. Also viel Liebe bringe ich sonst nur meinem Esel entgegen. Das ist auch so mein Maus. Ich würfel mal. Ich schau mal, ob ich es schaffe. Ich mache einen kritischen Fehler. Kritischer Fehler, das heißt, da du Wunderwirkerin bist? Nein. Schicksalskunst. Du benutzt Schicksalsgunst dafür, okay? Okay, sinnvoll. Dann würfel neu. Moment, ich muss mir den erst abziehen. Mein Verstellen hat übrigens geklappt. Wie viel hast du? Warum benutzt du dafür? 13, 23. Ja gut, ist okay, meinetwegen. Ja, geschafft. Dann 1W6 LP und AP für unseren... Nein, ist nicht richtig. Ich bin, da ich ein Priester bin, heile ich, Hä? Du heilst nicht mehr, weil du ein Priester bist. Ach ja, stimmt, nee, 1W6 LP, AP. Das war der Heiler, der 1W3 plus 1, 2 LP, AP. Über der Hälfte. Du kannst also in der Nacht wieder deine kompletten... LP und AP regenerieren, nicht deine kompletten LP, aber den kompletten AP regenerieren. So, einen kann ich noch heilen. Mach das wie immer, ne? Nachdem ich lieb war, schlafe ich sofort ein. Was ein Baby. Ich kann aber auch noch Erste Hilfe anwenden, mit Heilkunde. Dafür ist es jetzt eigentlich zu spät. Okay. Also der Kerl hatte halt wirklich entsprechende Medizin und Tinkturen dabei, mit denen er Sachen behandeln konnte. Darum habe ich da jetzt gesagt, ihr kriegt einfach pauschal 1W6 LP-AP zurück. Aber es gibt noch eine Sache, die ihr vielleicht mal bei diesem Mann tun könntet. Tut uns leid wegen der Tür. Ich meinte nicht entschuldigen. Ach so. Sie entschuldigt sich trotzdem. Das mit der Tür, ich sag mal, ich bin das ja jetzt inzwischen mehr oder weniger gewohnt, aber die Reparatur ist doch immer ein wenig teuer und die Behandlung natürlich... Ich meine, ich biete meine Dienste gerne, werten Samurai an, aber ich bin natürlich auch nur ein armer Mann und... Fang an zu jammern, ich bin nur ein armer Schreiber, ich habe mein letztes Geld für ein Maultier ausgegeben, das mich nur 100 Meter weit tragen konnte. Warte mal, ich hab doch mein Geld wiedergekriegt, ich muss mal ganz kurz... Oh, es war Hunger zusammenbrach, danach... Schnauze, du bist ohnmächtig! ...ein Bauer 10 Goldstücke, also einen ganzen Geldschuh für... Ein Kohlkopf abgenommen. Du erinnerst dich überhaupt nicht an diese Nacht. Damit ich mein Maultier ernähren konnte. Das hat mich danach weitere 100 Meter getragen. Toller schlaffender Monolog. Ich möchte übrigens dem Heiler meinen Pinsel schenken. Nein, möchte... Oh, dein Schreibpinsel. Ja. Nein, ja, lass das. Wie viel kostet eine Tür normalerweise? Nein, ich hau... Ich hör jetzt auf! Nein, ich möchte dem den Pinsel geben. Da kannst du nichts gegen tun. Tadashi. Also ich sage mal, ich habe selbst einen Schreibpinsel. Den könnt ihr verkaufen für die Tür. Aber die Tür ist etwas mehr wert als der Pinsel. Ich ziehe meine Geldkatze hervor. So. Ja. Aber ich hab nichts anderes. Also doch, hier, ich geb dir meine Laterne. Ihr müsst doch nicht bezahlen, werte Priesterin. Ich hatte das eigentlich mehr an die edlen Herren Samurai gerichtet. Ist eigentlich rot? Ja, dann kann er zumindest anschaffen gehen für das Geld. Oh. Ich glaube, wir müssen diesen Herrn etwas besser fixieren. Er redet wirr. Gleich hat er wahrscheinlich einen Anfall. Ja, fixieren. Er hat definitiv gleich einen Anfall. Wir sollten ihn da zur Sicherheit auch noch knebeln, damit er sich nicht auf die Zunge beißt. Gobbel. User was muted. Ach, schön. Ja, also, er wendet sich jetzt zu den beiden Samurai um, insbesondere den einen, den er behandelt hat. Wenn ihr so freundlich wärt für eine kleine Spende könnte ich durchaus gebrauchen. Stille. Grinst du?
böser Blick vom Samurai? Samurai hat er denn behandelt? Ja, dich. Ach so, ja, ich gebe 5 Geld. 5 Geld. Geld, heißt das 5 Silberstücke, 5 Geldschuhe? Gold. Goldstücke, das wäre ein halber Geldschuh. So 5. Das wären entweder 50 Münzen oder ein halber Geldschuh. Reicht das für eine Tür? Nein, das reicht. Ist also, das alles, was du hast, oder was? Ja! Okay, dann dreh dich nach vorne und gib ihm. Was würde denn so eine Reparatur ungefähr kosten? Naja, ihr brecht immer mehr aus dem Türrahmen heraus mit euren Aktionen. Ich glaube, ich will einen neuen Türrahmen benötigen. Auch nicht freiwillig so mit der Tür ins Haus fallen, aber irgendwie, ich konnte mein Gleichgewicht nicht mehr halten. Ich glaube, er hat einen Anfall. Der ja, also er stopft dir schon mal ein Stück Stoff in den Mund. Gobbel, gobbel, gobbel. Du machst da nicht gobbel, gobbel, gobbel. Außer du versuchst, das Stück Stoff zu schlucken und das wäre ziemlich unangenehm. Ich könnte versuchen, es zu essen. So ein Hunger? Ich glaube, ich lasse das. Also, wie gesagt, also die Tinkturen und alles, es ist nicht ganz billig. Gibt's auch noch eine ordentliche Tinkturen Antwort? Kann ich auch. Ich möchte euch natürlich nicht damit beleidigen, aber ich schätze, um damit für alles aufzukommen, werde ich schon mindestens 2 oder 3 Geldschuhe benötigen. Gut. 2 oder 3 gesagt, gegen 2. Dann, ja. Dann gebe ich ihm 2 Geldschuhe. Danke, werter Herr. Er wirkt so ein bisschen bedrückt, aber er ist so rechtschaffen. Ich leg ihm auch noch rein. Vielen Dank. Zugütig. Hat er jetzt 3,5 Geldschuhe. Hast du quasi wirklich einen Geldschuh in der Mitte durchgehackt? Ja. Also ich hatte nur noch einen halben, deswegen. Achso, du hast ihn quasi, dann wären das die Reste deiner Münzen. Weil normalerweise, die Dinger sind extra so geformt, damit man sie gut stapeln kann. Okay, gut, dann hat er die Reste meiner Münzen bekommen. Also ein Sack mit 50 Münzen. Das ist in dem Fall eher eine Schnur. Das ist eine Schnur, die durch diese Münzen gezogen wird. Die haben ja in der Mitte ein Loch. Dann, meinetwegen, das ist mir scheißegal, Thor. Das ist so ein bisschen wie beim Mardi Gras. Jedenfalls, bei Avatar. Er wirkt jetzt doch etwas fröhlicher. Ich denke, damit werde ich für die Kosten definitiv... Kriegst du jetzt Einzelzimmer und Chefarztbehandlung? Ja. Du kriegst gar nichts. Koppel, koppel, koppel. Also, ich schätze... Kaufe ich mir einen Truter. Gut, dass wir dieses Projekt danach erstmal verschieben. Also, ich schätze, niemand von euch ist wirklich ernsthaft verletzt. Ihr solltet vielleicht bei... Papa, bitte was? Bitte was? Speziell nach der wundersamen Heilung durch unsere Werte, also durch die Priesterin. Wurde zweimal dein Betäubungsgift vergiftet. Wurde auf übelste zusammengeschlagen. Ja. Vergiss das Abgestochen nicht. Ich wurde abgestochen mit Wurfmessern. Und mit alles, Wurfstern. Und alles, was passiert ist, hast du verdient. Und du hast noch nicht mal ein schlechtes Shirt bekommen. Genau, und alles, was ich bekam, war dieses lausige T-Shirt. Richtig. Aber du kannst so schlechte Witze machen, dass es dir nicht besonders schlecht gehen kann. Ja, ich würde sagen, ich habe einen guten Galgenhumor. Du bräuchtest eher einen guten Galgen, so wie es aussieht. Bei Stück deinem hab Humor. Ich schon weggegeben. Ja, und du hast gemerkt, an wen letzte Folge. Darüber bin ich noch immer sehr erbost. War auf jeden Fall eine interessante Verstrickung. Du hast einen Knebel. Ich möchte übrigens, ich verlange übrigens mein Seil zurück. Von wem? Von dem Heiler. Nee, von den Samurai. Mir wurde das Seil geklaut. Was? Dir wurde kein Seil geklaut. Du hast es dir freiwillig gegeben. Na, Betrügerin. Einer Bediensteten, die sich umbringen sollte. Das spielt gar keine Rolle. Nicht umbringen, die sollte das verkaufen. Sie hat es dir nicht geklaut, du hast es dir geschenkt, also war es kein Gesetzesbruch. Und wir haben sowieso möglicherweise vor, diese Frau zu köpfen. Ja, und ich möchte dann bitte mein Seil wieder haben. Dann hilft auch kein Strick mehr. Glaubt ihr, dass die wirklich noch lebt, jetzt mal im Ernst? Ja. Wenn alle Stricke reißen, kann man sich noch nicht mal mehr aufhängen.
Fischer kann man zu lange sein. Der war gut, der war gut. Das war ein Zitat, das war nämlich nichts anderes als ein Programmtitel von Marc-Uwe Kling. Richtig, ich finde ihn trotzdem gut. Also. Ja, ja. Also jetzt, mit anderen Worten, deine besten Wortwitze sind nicht mal von dir selbst. Ja. Na, das geht so. Also manche sind wirklich sehr, sehr gut. Also, auch von mir. Ich wollte euch eigentlich nur sagen, vielleicht solltet ihr euch an einen ruhigen Ort zurückziehen und erstmal eure Wunden auskurieren. Ich bin kein Kurier, ich bin ein Schreiber. Und ihr solltet den Knebel wirklich fest fixieren nächstes Mal. Komm, komm, komm. Ich hab leider kein Lederband. Oh, hab ich sowas? Ich hab eine Handaxt. Das ist doch Lederband. Wir können ihm die Zunge rausschlagen. Kommt, wir gehen schlafen. Schlaf klingt gut. Ja, wir hatten unser Bad noch gar nicht beendet. Ja, wir wurden sehr prüde. Ah ne, rüde. Prüde wäre auch was Interessantes. Prüde und prüde. Unterbrochen. Unterbrochen. Ihr habt einen seltsamen Geschmack, meine gute Dame. Wenn einen ein männlicher Hund unterbricht, wird man dann auch rüde unterbrochen? Rudi der Rüde. Also, ich nehme an, ihr zieht euch zurück in die Behausung eines eurer beiden Samurai. Was war das? Was ist das? Markus hat die ganze Zeit so komische Geräusche im Hintergrund. Ich dachte schon, er fängt jetzt an, sich hier mitten in den Aufnahmen zu rasieren oder so. Markus hat keine Zeit, ein hart arbeitender Mensch. Warte, meinen Tankgenerator. Also machst du nebenbei eine Überweisung? Nee, repariert ihn nur. Zugehört? Ach, du reparierst ihn, okay. Ja, reparieren, der Tom hat sich vertan. Kaputt, aber die Batterien sind kacke, also möchte ich da ein Batteriegehäuse dran machen. Was? Der kann Kraft aus Kacke ziehen? Dazu muss ich Batterien sind kacke. Ein Batteriegehäuse aber modifizieren. Nico, bitte, darf ich dich darum bitten, so ein bisschen mehr in Character zu bleiben? Es reißt heute nicht ab. Allein fand ich fand gerade schon allein dieses Tom hat sich vertan, fand ich super. So. Ich befürchte, dass eure Leitung gleich wieder sich verabschiedet. Und zwar nur bei Nico. Wir können gerne fortfahren. Ich bin ja sowieso dafür, dass wir baden und schlafen gehen. Ja, also ich sage mal, dafür könntet ihr entweder ein Badehaus aufsuchen oder eben einfach den Zubehör im Haus des Samurai benutzen. Verehrter Herr Kenichi. Du nicht. Könnt ihr mir Geld für ein Badehaus leihen? Ich hab kein Geld mehr. Ich hab auch kein Geld. Kann mir jemand anders Geld für ein Badehaus leihen? Ich muss auch Geld mir leihen. Ich versteck meine Geldkatze. Nein. Hadashi? Nein. Hadashi? Was? Nein? Riecht mal. Woran? An mir. Ich möchte sagen, er riecht vor allem nach getrocknetem Blut. Es ist so ein bisschen Eitergeruch dabei. Ich umarme ihn und sage, könntet ihr mir, werter Freund, etwas Geld für ein Badehaus leihen? Ich leide. Ich möchte kurz sagen, er ist gerade extrem unhöflich und aufdringlich für diese Kultur. Nein, ich... Vermutlich, ich habe eine höhere Stärke als er, ja. Ich drücke ihn von mir weg. Guter Mann, beherrschen Sie sich. Beherrscht euch. Ja, tschö. Was tust du da gerade, Nico? Stärke werfen. Aber 85 von 43. Mit anderen Worten, wenn du sowas jetzt unbedingt ohne Aufforderung würfeln willst, dann fliegst du jetzt schön auf den Hintern. Ja. Kriegt der Schaden? Meinetwegen bitte. So 1W6 minus 2 AP. Ich verklag dich, dann krieg ich ja Geld für das Badehaus auch raus. Was? Wir leben in einer Feudalgesellschaft hier. Guck mal, keine Ahnung. Hier gibt es keine solchen Gerichte. Ja, ich tue so, als hätte ich höllische Schmerzen und hätte mir das Steißbein angehauen. Und können wir ihn... Ich habe noch 20 Meter Seil hier. Können wir ihn fesseln und mitnehmen, bitte? Nein! Wie, nein? Ich helfe Akaya auf wieder. Dann kannst du ja auch bestimmt für seinen Besuch im Badehaus aufkommen. Ich verlasse den Doktor. Sehr ja, ey. Ihr seid die einzig wahre Freundin für mich. Wenn ihr euch nicht so unverschämt benehmen würdet, dann hättet ihr vielleicht auch andere Freunde. Ich habe immer noch Schmerzen überall. Ja, ey. Wenn ihr mir beim Waschen helfen könntet.
Mit anderen Worten will Akka ja jetzt das Jahr, in dem den Zuber vorbereitet. Ja, und ihn abschrubbt. Vor allem die verschorften Stellen, wo dann die Wunde wieder aufreißt. Nein. Mit der Drahtbürste. Das kann sie ja sofort wieder heilen. Bitte mit der Drahtbürste. Hat er Ahnung davon. Das klingt eher nach Folter. Aufschrubben, heilen. Das Problem ist, sie kann ja nur alle drei Tage dieselbe Person heilen. Klingt ein bisschen nach chinesischem Scheibchenfolter gedöhnt. Stimmt, wenn sie die Wunde wieder aufmacht, dann kann sie erste Hilfe darauf anwenden. Dann ist es nicht zu lang her. Aber der Schaden, der dabei angerichtet wird, ist alles, was geheilt werden kann. Wisst ihr was? Vergesst es, ich gehe baden. Geht doch. Also, du holst selbst Wasser. Ja. Ich fahre jetzt mit meinen zusammen. Angeschlagenen, eitrigen Knochen. Eitrige Knochen? Du bist 18. Ich bezweifle, dass die eitrig sind. Knochen können nicht eitrig sein. Naja, wenn es sich ein Gelenk entzündet, können die Knochen auch schon eitrig sein. Aber die können halt nicht selber von selber eitern. Können wir? Wir gehen zurück dazu, wie sich jetzt ein, ja, inzwischen nicht mehr ganz so angeschlagen, ich meine, er ist über der Hälfte seiner LP. Im Moment ist sein Geruch übler als sein Zustand. Ja. Und du schleppst halt ordentlich Eimer vom Brunnen, aber... Ja. Und ich schleife die so halb hinter mir her und tue so, als würde mir das Schmerzen bereiten. Ich möchte kurz sagen, das ist anstrengender, als wenn du sie normal tragen würdest. Ist egal, es geht darum, dass Tadashi Schuldgefühle kriegt. Übrigens, die einzige, die Schuldgefühle kriegt, ist Yae. Da habe ich auch nichts gegen. Und die geht dir helfen. Schließlich ist halt das Wasser im Zuber. Ihr konntet es vorher, wenn ihr wollt, auch ein wenig über einer Feuerstelle erhitzen. Wäre dann zubereitet. Das Wasser ist eiskalt. Ja, ich gehe baden. Ist okay. Ja, ihr geht aber lieber schlafen. Tja. Ich denke mal, dass das Wasser sich sowieso braun färbt, sobald ich mich reinsetze. Oh, ja. Nicht wirklich. Ja, schwarz. Rot, gelb. Ja, ich sag mal, Blut, wenn du es verdünnst, wird es halt erst tatsächlich gelblich. Das ist gut zu wissen. Also zumindest, wenn du zum Beispiel einen Blutfleck hast und gibst da Wasser drauf, dann kann das sein, dass das so gelbliche Ränder kriegt. Ja, das ist wahr. Jedenfalls wasche ich mich so gut es geht ab und gehe danach auch schlafen. Ja, also prinzipiell, man muss sagen, du hast immer noch sehr viele schmerzende Blessuren, aber nichts schmerzt so sehr wie dein Humor. Ja, und meine Schwellungen kann ich durch das eiskalte Wasser auch gut kühlen. Ist eigentlich eine gute Idee, dass ich das kalt lasse. Das Problem, die Hälfte der Folge besteht nur aus Piep, Piep, Piep. Kuppel. Oder was? Ja, du machst ja bei dir das dann so mit der Editierung. Ja, nicht überall, sonst wird es einfach nur noch Piep. Ja. Aber es wäre lustig, wenn du mich truten würdest. Ich glaube, ich brauche dafür so den Asterix-Sound. Genau. Genau den. Muss ich gucken, ob ich den finde. Ich würde behaupten, wir schlafen alle eine Runde. Ja, ihr schlaft eine Runde. Ja. Den Schlaf der gerechten Toten. AP-Männchen. Ja, jeder kriegt einen LP und seine vollen AP, sofern er halt entsprechend ist. Ich nehme mir mal kurz eure Charaktere. Oh, yes. Hab ich denn überhaupt? Warum bin ich eigentlich so viel kleiner als alle anderen? Ich vergrößere dich. Wenn du den Charakter nicht wegbringst. So, jetzt sind die Charaktere ungefähr gleich groß. Warte, warum ist denn Markus noch kleiner? Ich mach mich mal kleiner, ich bin ja auch kleiner. Gut, meinetwegen. Jedenfalls. Alle AP! Ja. Jedenfalls, ich sag mal, das Häuschen steht halt ein bisschen bisschen abgelegen. Das heißt, es ist jetzt halt nicht so mitten im Viertel. Von dir! Du hast doch so eine Kammer da. Ach so. Ja, es ist halt so ein kleines Haus. Das ist in der Festung. Ja, es ist innerhalb der Festung, aber es ist halt, das sind keine riesen Steinbauten oder sowas, sondern da stehen in ummauerten Bereichen auch einzelne Häuser. Ach so. Und okay. In deinem Fall, das ist zwar karg eingerichtet, aber geräumig genug, dass du diese Leute auch alle unterbringen kannst. Nice. Und es gibt halt auch so eine kleine offene Feuerstelle, die quasi von, kennst du, wie soll man das sagen? Eher eine Art ringförmiges Gebäude, kann man sagen.
umgeben und sowas. Also wie ein Garten klein. Und ich würde übrigens morgens früh aufstehen und meinen Bericht anfangen. Das heißt, du du stehst halt auf und im Gebäude fängst dann an zu schreiben. Genau. Okay. Ja. Was schreibst du denn? Ich schreibe, was mir passiert ist. Ich schreibe, welche Rolle die anderen bei meiner Rettung hatten. An wen adressierst du's? An heftig Big General. Super General. Meinst du direkt Sakura-sama? Ja, genau. Richtig. Okay. Und ich soll ihm ja berichten, oder nicht? Ja. Oder ihm oder eventuell kannst du es auch den Vorgesetzten von dir in deiner Familie berichten. Ja, aber Papi schreibe ich so ungern Briefe. Der ist immer so kurz angebunden. Kann ich meinem Vater... Du kannst deinem Vater Briefe schreiben, sofern du schreiben kannst. Nein, ich meinte Nico. Soll der nicht meinem Vater berichten? Ich bin nicht von deinem Vater beauftragt. Ich bin einfach nur Beamter. Dein Vater hat nur gute Beziehungen zum herrschenden Haus. Dein Vater hat eigentlich unseren werten Herrn Hayato angestellt, um dich nach Injido zu bringen. Und du solltest ihn in dein Gefolge aufnehmen. Kurz darauf ist er aber selber auf deinen Stand befördert worden. Was irgendwie seltsam nicht der Plan war und... Ja. Naja. Ich sage mal so, du bist für ihn quasi immer noch der Dienstältere. Man könnte so quasi sagen, sein Senpai. Das ist einfach schlichtweg der Begriff für sowas. Sehr gut, wenn du ihn ab und an bemerken würdest. Na, Senpai... Ist zum Beispiel in der Schule oder in Betrieben. In der Schule ist für Leute in der höheren Klasse, in Betrieben für jemanden, der länger dabei ist. Ja, oh, teach me, Senpai. Ja, was meinst du, woher dieser Begriff kommt? Dieser Spruch, klar, egal. Ich weiß das. Und ich denke mal, anderen ja auch. Gut, also, du schreibst deinen Bericht. Möchte jemand anders um eine ähnliche Zeit aufwachen und was würdet ihr dann erstmal grundsätzlich machen? Meditieren und beten. Das ist ich werde das Gleiche tun. Ich kümmere mich um ein gutes Frühstück für alle. Haben die dann Garten? Ich kümmere mich um mein... Also ich sag mal, du wirst eine kleine Speisekammer haben, wo du genug noch drin hast, also... Ja, dann würde ich für alle Frühstück machen. Ich sag mal, wirklich einen Garten gibt's in diesem Haus nicht. Also es ist jetzt kein adligen Anwesen. Dann bleibe ich auf meinem Futon oder was auch immer, das er mir dann gegeben hat. Nein! Okay, mach mal in Ruhe. Danke. Und was macht Hayato? Ich kümmere mich um mein Pferd. Also du gehst raus und willst dich um dein Pferd kümmern? In der Tat, das möchte ich. Dann passiert etwas. Alright. Nämlich folgendes. Es gibt einen hellen Lichtblitz. Und es sieht so aus, als würde eine Art eigenartige Kuppel plötzlich sich um euch, also um dich bilden. Nicht unbedingt direkt um dich, sondern in größerem Radius, so 6 Meter Umkreis. Aber du stehst relativ an der Kante. Diese Kuppel scheint nicht die Tür einzuschließen, die wohlgemerkt der einzige Ausgang aus diesem Haus ist. Wenn man nicht gerade zur Feuerstelle geht und dann über das Dach klettert. Sie scheint aus einer Art dunklem, kristallartigem Material zu bestehen. Du hast sowas noch nie gesehen. Aber das ist plötzlich einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Kann ich da rangehen und dagegen klopfen? Ja, das klappt. Klingt es nach zum Beispiel Glas oder ähnlichem? Es klingt durchaus nach, du kennst halt Glas eher weniger, aber es ist ein sehr festes Material, also es fühlt sich relativ kalt an, also hat was von Stein. Mhm. Und durch die Tür kann ich aber gehen. Du könntest quasi zurück ins Haus, aber ich sag mal, das wäre eine Möglichkeit, nur du siehst auch verschwommen durch dieses Ding zwei Gestalten, die da stehen.
eine dieser. Ich möchte auch kurz sagen, die anderen, die jetzt im Haus waren, haben zumindest mitgekriegt, da ist draußen irgendwas passiert. Also da gab es plötzlich so einen Lichtblitz, der auch ins Haus reingeführt hat. Erkenne ich die? Also kann ich da durchschauen, wie durch Glas? Oder ist es verschwommen? Es ist sehr verschwommen, aber du siehst zumindest zwei Gestalten. Du würdest jetzt sagen, eine Frau und ein Mann. Tragen beide relativ weite Kleidung und auch relativ dunkel. Also wirkt ein bisschen nach Reisemänteln, ja? Warum ist eigentlich Hayato bei uns? Ich der bin in dem Haus nebenan. Der hat sein eigenes Häuschen. Oh. Bin das ist ein Problem. So ziemlich nebenan? Vielleicht habt ihr jeweils eine Doppelhaushälfte. Wie romantisch. Stimmt, das hatte ich komplett vergessen. Dann müsste ich das eigentlich zurückschrauben, weil dann wäre das nicht passiert. Naja, es wäre nicht mal... Dann würde ich sagen, wenn du zu deinem Pferd musst, wäre das passiert, wenn du an diesem Haus vorbeigehst. Okay. Ja, gut, dann komme ich also einfach von der anderen Seite. Also es ertönt ein eigenartiges, schrilles Geräusch. Dieser Lichtblitz taucht auf und dann ist diese Kuppel da. Und wir sind genau... Ich mache genau dasselbe und habe wieder dieselbe Information wie vorher. Genau. Werte Leute im Haus, was tut ihr? Ich schnappe meine Auslaufen. Waffen. Ist dieses Gebäude mehrstöckig? Nein. Kann ich trotzdem von innen irgendwie aufs Dach, ohne mich durchs Dach zu hacken? Wie gesagt, es gibt so eine kleine Feuerstelle, die ist quasi... Stell dir vor, das ist eine Art Draußen-Enklave. Das würde die an der Feuerstelle hochklettern. Jetzt erstmal, was machen die anderen? Das, was du machst, dauert jetzt eine Weile. Ja, ist richtig. Ich erkläre dir meinen Plan. Ich würde da hochklettern und dann versuchen, klar, von außen machst. Einen Blick zu erhaschen. Ja. Ich möchte rauslaufen. Okay. Erste Reaktion einfach. Gemütlich abstellen, zu den Waffen, rausgehen. Laufen, gehen. Okay, also Priesterin läuft zuerst. Was macht der Mönch? Ich, was denn jetzt schon wieder? Ich rappel mich so langsam auf und nimm mir mein letztes verbliebenes Katana und tappe nach draußen. Gut. Wenn ihr alle draußen seid, hört ihr nochmal so ein eigenartiges hohes Summen und diese Barriere oder was auch immer das ist, ist jetzt auch quasi durch das Gebäude gefahren. Was jetzt Akaya angeht, der darf einmal klettern würfeln. Yay. Von 12, also 19 insgesamt. Das reicht nicht. Also erstmal hat es nicht so ganz geklappt. An die, die jetzt mal draußen probieren. Sind. Wie gesagt, ihr seht da zwei Gestalten. Eine, augenscheinlich ein Mann, scheint was aufzurollen. Und liest etwas vor, was ihr aber absolut nicht versteht. Das klingt nicht wie eine Sprache, die ihr kennt. Allerdings beginnt diese Kuppel so ein bisschen zu vibrieren. Bist du sicher? Inwiefern? Ich spreche Walinga und Medjesisch. 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 Nein, das ist nichts von den beiden Sachen. Akaya hat den zweiten Versuch, bitte. Yo. Ja, ist das ein PP? Nein. Also, oder, ja gut, wenn wir so spielen, ich meine, wir hatten das bisher so. Ja, meine ich auch. Ja, dann schreib dir den PP auf. Also, du kletterst auf das Dach. Ich möchte kurz sagen, das ist ein Strohdach. Vorsichtig, ich orientiere mich an den Balken, die ich hier innen gesehen habe. Hast du Balancieren? Ich habe Balancieren, ja. Dann Würfel. Yo. Du balancierst über das Dach in die Nähe dieser seltsamen Kuppel, die du von außen auch siehst, aber die wirkt nicht so, die wirkt da nicht so dunkel, die wirkt da eher wie eine Art Blase. Sehe ich die beiden Leute? Ja, die beiden Leute siehst du. Einen erkennst du auch, nee, du erkennst sogar beide direkt wieder. Ich muss nur kurz was würfeln. Würde. Ich sag dir gleich, wer die beiden sind. Wenn ich einen großen Hammer hätte.
Ist das dann eine Stärkeprüfung oder ein Angriffswert? Eher ein Angriffsschaden. Aber prinzipiell jetzt, die Frau der beiden sieht dich sofort und sieht zu dir hoch. Die sieht mich sofort. Ich bin nahezu flach auf einem Strohdach. Machst du dabei keine Geräusche? Ich versuche es. Das hast du nicht gesagt. Naja, aber ich dachte, wenn ich mich schon vor der Gruppe das absetze... Das raschelt. Außerdem bist du balanciert und ein anschließend... fucking Ninja. Ja. Du trägst noch nicht mal Tarnkleidung. Und es ist noch nicht mal Nacht. Dunkle lass Kleidung ihn, auf einem Strohdach ihn, zu tragen, wäre auch sinnlos. Lass ihn doch erschwert Schleichenwürfel, weil Strohdach und er muss balancieren. Darf ich kurz zeigen, was sie bei ihrer Probe gewürfelt hat? 20. Okay. Genau. In Ordnung. Sie hat dich bemerkt. Und ich sag mal, das Gesicht hast du schon mal gesehen. Nur das Gesicht? Ja, ich sag mal, ansonsten viel mehr als das Gesicht sieht man bei der Kleidung nicht. Die tragen halt beide solche weiten Reisemäntel mit Kapuze. Das ist die Nutte und der Typ, der mich gefoltert hat? Ja. Ich wollte dem Typen eigentlich in seine Zauberformel, wenn die Gelegenheit noch da ist, eine Shuriken werfen quasi. Ich würde sagen, in dem Fall wäre das ein spontaner Angriff, also minus 4. Dann auch eher unwahrscheinlich, aber ist egal. Passt. Wow. Minus 4 hast du gesagt, ne? Ja. Sind also 22, aber da er ja dadurch seine Konzentration verliert, reicht das ja aus. Ja, aber er weicht aus. Egal, ich mach... Ich muss kurz gucken, wie viel der nochmal hatte. Mach keinen Schaden, aber ist egal. Okay. Geht nur darum, dass er seine Formel unterbrechen muss. Treffe ich eigentlich das Pergament? Das wäre interessant. Nein. Boah, wo war denn hier? Ah, hier habe ich. Okay. Der Kerl hat... Ich muss hier kurz die LP und AP eintippen, das ist alles. Ich habe hier so einen schönen Zähler. Ist das eigentlich ein Schrägdach oder ein Flachdach oder? Schräg. Schräg. Schräg oder Sattel? Hm? Schrägdach oder Satteldach? Was wäre ein Satteldach? Ein dass das oben nochmal Satteldach so. Satteldach wäre quasi nach oben hin spitz, von beiden Seiten schräg und ein Schrägdach geht nur in eine Richtung schräg. Sattel hat einen Giebel quasi. Schrägdach ist einfach nur eine Wand ist höher als die andere und dann geht. Dann wäre das ein Sattel, würde ich sagen. Also. Okay. Gut. Auf jeden Fall, vor allem dann hast du definitiv nicht gelegen, wenn du das geschmissen hast. Nö, ist richtig. Dann werde ich mich da erstmal auf den Giebel begeben haben, um zu. Ja, genau. Der Kerl. Wie soll man sagen? Der Kerl ruft nur zu spät. Und ich beschreibe kurz etwas für die in der Kuppel. Es sieht so aus, als würde in der Mitte sich. Also es würde der Boden aufreißen und ihr seht, wie was Großes rauskommt, was aussieht wie so ein ungefähr 2 Meter langes Spinnenbein und da scheint noch was nachzukommen. Ja, in der Kuppel. Toll. In der Kuppel. Platz da doch raus. Wie platzt da doch raus? 6 Meter. 6 Meter, ja, okay, 6 Meter Radius wohlgemerkt, also ein 12 Meter Durchmesser. Und die Frau, wohlgemerkt, die beginnt ebenfalls was zu murmeln. Die scheint zu zaubern. Würde mich gerne außer Sichtweite begeben. Dann bitte einmal balancieren. Auf der anderen Seite vom Satteldach würde ich mich quasi hinlegen wollen erstmal. Balancieren. Jo. Wow, gut gewürfelt. Also du machst dich sehr schnell auf die andere Seite hin und sie, ja, sie hört auf. Ich muss mal kurz gucken, wie viel kostet nochmal der Zauber, den ich sie jetzt gerade machen lassen wollte. Hm? Ich habe da entsprechend natürlich das Arcanum gerade nicht offen gehabt, aber das wird schon. So. Okay, ich ja, ziehe jedenfalls, jetzt meine Waffe. So. Sie... Ja, okay. Also, sie scheint das abgebrochen zu haben, als du außer Sichtweite warst, oder aus dem Sichtfeld. Okay. Für die Werten in der Kuppel, möchtet ihr etwas machen oder erstmal abwarten, bis das, was da rauskommt, komplett draußen ist?
Ich möchte gegen die Kuppel schlagen. Okay. Ist denn jemand außer mir noch mit in der Kuppel? Alle von euch sind gerade in der Kuppel, außer Akaya. Soll ich dir noch meinen weiteren Plan erläutern vorher, oder ist das unwichtig? Das kannst du mir währenddessen sagen, wenn du dran bist. Okay. Handlungen in der Kuppel bitte gerade. Ich möchte gegen die Kuppel schlagen. Mit was? Mit meinem Seil. Du schlägst mit einer Okay, also du willst da drauf einstechen. Ja. Es macht Pling. Ich guck. Pling. Und das war's. Ich guck Kenichi an. Haben wir hier einen großen Hammer? Nein, nur nicht. In meiner Hose. Ich nehme meinen Naginata übrigens. Gut. Ich hab einen Hammer dabei. Mein Schwert reicht normalerweise. Naja, ich dachte, wir schlagen vielleicht die Kuppel kaputt, damit wir nicht so eingesperrt sind. Naja, ich hab einen kleinen Hammer dabei, aber der ist mehr so, um meine Kletterhaken in eine Wand zu schlagen. Weiß nicht, ob der hilfreich dafür ist. Dachte, er soll einen Vorschlag machen. Dass ich hier nicht wirklich wohne, habe ich hier natürlich. Deswegen. Na gut, dann. Ja, ich schläge übrigens nochmal gegen die Kuppel. Es klirrt. Also, es klirrt. Also, es passiert nichts. Deine Waffe prallt davon ab. Aber man muss ist egal. Sie gerät gerade in Panik. Ja. Immer. Ich möchte kurz. Würde die einen von den beiden angreifen. Die stehen außerhalb der Kuppel. Ich möchte übrigens einfach mit meinem Naginata nach dem. Das Bein ist schon. Ein Bein ist draußen, sagst du. Ja. Ja, dann greife ich das auch an, ja. Ich würde auch gerne angreifen wollen, ja. Du hast gerade eben nach einem Hammer gefragt und sowas, das dauert auch ein bisschen. Also erstmal der Angriff unseres werten Herrn. Nee. Wie viel drunter? 5. Das reicht nicht. Ich würde es um 4 erleichtern, weil das Bein gerade unbeweglich ist. Ich stelle es schon mal in die Mitte. 4 erleichtert? Ja. Oh, ist das schön. Ja. Ich bin 22. Okay, Moment. Wie soll es abwehren, wenn es unbeweglich ist? Nico, wie soll zum Beispiel ein Drache einen Pfeil abwehren? Er hat trotzdem Abwehrwurf. Der ist aber nicht unbeweglich. Das Bein bewegt sich ja trotzdem. Außerdem hieft sich da gerade ein weiterer Körper oder ein Gesamtkörper nach. Du machst nur AP. Ja. Wie viel? Sag ich dir jetzt gleich. 3. Ja? Ja? Hat er jetzt sein Mikrofon? Ah. Wie bitte? 10 AP, hab ich doch gesagt. 10. Nee, kam nicht durch. Warte mal, du hast einen 6? Wie? Also macht ein Beehänder nicht einfach nur 2W6? Plus 4. Achso, es sind 8. Ich wollte gerade sagen. Ich hab mich vertan. Ich bin in der Zeile verrutscht. In der Zeit verrutscht. Ja, naja, also 8 AP. Mein Katada macht halt plus 6, deswegen mein Fehler. Sorry. 8, ja. 1W6 plus 6 macht es aber auch nur. Ja, nice. Also du triffst das Bein, aber merkst halt irgendwie. Also die Panzerung ist ziemlich stark, aber das, was jetzt da aus diesem Loch emporsteigt, das sieht nicht rein aus wie eine Spinne. Ach, toll. Um ehrlich zu sein, da wo eigentlich bei einer Spinne der Kopf sitzen würde, ist was komplett anderes. Frauenkörper, also mein Dark Souls. Ich wollte gerade sagen, ein Frauenkörper. Das ist tatsächlich allerdings ist das ein Motiv, das es auch außerhalb von Dark Souls gibt. Und dieser wirkt halt eigenartig verzerrt. Und scheint wirklich mit der Hüfte an diesem Spinnenkörper verwachsen zu sein. Der Körper ist allerdings ähnlich wie die Spinne verdammt groß. Das heißt. Megatitten. Das meinte ich jetzt nicht. Das hat sie nämlich eigentlich nicht. Außerdem ist sie nicht nackt. Ich möchte gerne erkennende Aura machen. Jetzt erst einmal möchte ich noch kurz sagen: zusätzlich krallenhaft verlängerte Fingernägel, grünliche Haut. Augen ohne wirkliches Weiß, sondern einfach nur rot. Also auch keine Iris oder sowas. Einfach nur komplette rote Augen. Wirres schwarzes Haar. Und lange Zähne.
die auch sehr spitz zulaufen. Gut, du möchtest Erkennen der Aura machen. Das kannst du in der nächsten Runde gerne machen. Schauen wir erstmal kurz, was Akaya in der Zeit macht. Kleine Zwischenfrage. Dom? Aha? Nimmst du es nur auf oder streamst du das auch? Ich nehme das nur auf. Wieso okay, stream ich? Gut zu wissen. Nee, ein Kumpel von mir hatte gerade gefragt, ob wir das irgendwo streamen. Gut. Wir könnten einen Stream anmachen. Das ja, könnte jetzt, ich irgendwann mal einrichten bei genau, den späteren dann, Sachen. Machen wir dann, aber jetzt, wenn es geplant ist, genau. Ja. Ja, ich würde gerne am anderen Ende des Gebäudes quasi runter. Ich weiß nicht genau, ich würde das gerne mal mit Würfeln legen. Sind die, also geht das Gebäude quasi bis hier oder eher so bis da? So das Ecke. Gebäude geht ungefähr bis, also hier wäre die Kante. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite wo? Da gibt's keine weitere Kante. Hier ist Straße. Nein, was ich meine ist, wenn ich jetzt einen Grundriss bilden müsste. Der Grundriss wäre alles in dem Bereich. Hier. Und das was mache ich? Dann Grundriss. Stehst du nämlich eigentlich ungefähr hier. Ah. Oder jetzt sogar hier, weil du hinterm Dach bist. Wir sind vor dem Haus. Hey, jetzt kann ich's einschätzen. gut. Sind dann noch andere Häuser? Das ist ein freistehendes Haus, ne? Das ist relativ freistehend, ja. Was ist jetzt quasi rechts vom Haus? Was ist da? Du meinst jetzt auf diesem Bereich? Das freies Gelände, sind da freies Bäumchen? Freies Gelände. Büsche, Gegenstände, irgendwelche Wagen. Allerdings läuft da eine Person entlang. Deswegen würde ich gerne quasi am linken Ende vom Gebäude runter und mich da in so eine Nische hocken und warten. Also du willst quasi vom Gebäude runter, eine Nische gibt's da nicht. Da ist eine Wand. Ist okay, ich würde mich dann an die Ecke stellen und warten, dass sie kommt mit gezücktem Dolch. Du weißt schon, dass sie dich von da aus sehen kann. Wenn ich mich hinter das Gebäude, du hast gesagt, das Gebäude ist... Du willst komplett hinter das ganze Gebäude, dann stehst du eher weiter hinten noch, dann stehst du hier ungefähr. Ja, ich würde warten, dass sie rumkommt und mich da an die Ecke stellen. Okay, also sie läuft gerade weiter hier entlang. Der Mann selbst steht vor allem gerade da. Und betrachtet augenscheinlich das Schauspiel. Jetzt, werte Charaktere, ihr dürft euch entscheiden, anzugreifen. Ihr dürft die auch so umringt haben, wenn ihr das haben möchtet, aber... Nein. Kann man die Frau schon angreifen? Ja. Die ist jetzt komplett draußen inzwischen. Ich möchte bitte zuerst Erkennen der Aura machen, weil das ist ein Spontanzauber. Gut, das darfst du auch direkt machen. Was erwartest du nur? Jo. Keine Aura. Keine Aura? Keine Aura. Okay, dann möchte ich noch eine spontane Aktion machen. Sie schreit nix. Los. Ja, schreien darfst du. Die kreischt los wie eine Irre. Gut, werte andere. Keine Aura. Oh, ich habe eine böse Vermutung. Weißt du aber Du bist nicht. Kein Zauberer. Ja, ich weiß, ich habe trotzdem eine böse Vermutung. Also, was machen die anderen? Das Problem ist, ich als Wundertyp habe keine Wunder, die dagegen helfen, außer heiliger Zorn, dann mache ich mich nur stärker. Und dafür musst du, glaube ich, bluten, oder? Heiliger Zorn? Nee, das ist Blutmeisterschaft, was du meinst. Nee, Blutmeisterschaft was anderes. Damit verhinderst du einfach nur, dass du stark blutest, du kriegst weniger Verletzungen. Ja gut, aber heiliger Zorn gibt mir 30 Stärke und 2 Raufen, bringt mir aber bei dem Viech eh nichts. Du kannst mit ihm ins Handgemenge gehen, nur die Krallen kann es auch im Nahkampf also im Handgemenge einsetzen. Nein. Wie stehen wir denn jetzt hier alle? Er steht... Warte mal, ich stehe an der Kuppel. Ich habe versucht, dagegen zu schlagen. Ja, ihr steht ja sowieso schon im Flankenangriff, deswegen würde ich direkt frontal draufgehen, auf die Frau. Kommst du an die Frau dran? Deswegen habe ich ja gefragt. Sage mal so, du wirst eher die Beine erwischen oder den Spinnenkörper als die Frau selbst. Ja. Ich kann auch mal kurz würfeln, wem sie sich denn eigentlich, wenn ihr jetzt so steht ungefähr, na sie ja eher hier irgendwo, wem sie sich zuwendet. Ich denke, Ich bin der Einzige, der bisher angegriffen hat. Nee, ich steh an der Kuppel. Ja, gut, dann stehst du etwas weiter weg, klar. Hier an der Straße Richtung wollte stehen. Dann steht sie ungefähr dem Samurai zugewandt. Ach so. Ja. Du darfst jetzt theoretisch schlagen, wenn du das möchtest. Ich? Ja. Darf ich ihr so Ich würde sagen, sie steht eher so, also... Dann hau ich ihr halt direkt auf das dicke Hinterteil, so. Darfst du machen. Danke. Ist halt eine dicke Chitinplatte. Ja, Gülden. Wow, da schauen wir mal, wo es trifft. Aber erstmal
Wie wird dieser Crit gewertet? Ja, sie wehrt nicht kritisch ab. Okay. Momentchen. Der Kodex. Hier habe ich's. Ach so, kritisch. Hast du? Okay. Ja. Bitte einmal kurz Schaden und Würfel. Für Prozent sind 29. 29, Moment, ich muss. Ah, jetzt habe ich's hier. 29 wäre Rumpftreffer mit Rippenbrüchen. Also in dem Fall müsste man das anders interpretieren. Du hättest. Sie, mach mal den Schaden erstmal. 6. Du kommst nicht durch die Panzerung, aber es, du gleitest quasi ab und triffst von hinten ihren Oberkörper teilweise. Was? Du kommst wirklich nicht durch die Panzerung. Mit 6. Mit 6. Das ist mein Minimumschaden, ja. Und. Gut, dass ich nicht dabei bin. 7 ist mein Maximumschaden. Nee, 9. Also, sie wirkt so ein bisschen davon irritiert. Hä, was war das denn? Ah! Jetzt, was macht denn unser werter Samurai Senior und der Samurai Junior, sag ich mal? Seht jetzt einfach also, nur wegen Dienstgrad. Also, ich könnte ihr keinen Schaden machen. 6 ist mein Maximalschaden. Du schreist doch eh rum. Richtig, deswegen kreische ich rum. Was macht denn Hayato? Kann ich versuchen, den Oberkörper zu treffen mit meiner Naginata? Ich sag mal, es wird keinen Unterschied machen, weil auch auf der Oberkörper ist mehr oder weniger mit Chitin teilweise besetzt. Du siehst nicht nur Haut ja, an den Stellen. Ja, du musst dir auch überlegen, also von der Höhe her ist der Oberkörper nicht so weit von euch entfernt, denn diese Spinne, so eine Spinne ist ja nun mal ein Tier, was mehr auf dem Boden krabbelt, so mit dem Oberkörper. Es gibt ein paar, bei denen ist es anders. Ja, aber dann müsste man zwischen den Beinen stehen, um an den Oberkörper dran zu kommen. Vor allem zwischen den diesen vorderen, also es gibt ja zusätzlich zu den 8 Laufbeinen noch die sogenannten Pedipalpen, die zum Greifen da sind. Das hat sie auch, also die liegen so etwa vor der Hüfte bei ihr. Also vor der menschlichen Hüfte. Da wo sonst die Beine wären, sind Pedipalpen. Ja. Die sind auch ungefähr so lang, wie menschliche Beine bei der Größe dieser Frau wären. Also da würde man sich schon in Gefahr begeben, auch wenn sie jetzt nicht so aussieht, als würde da Hat sie eigentlich Bisswerkzeuge dann? Sie hat an der Stelle keine Beißwerkzeuge. Aber sie hat lange Krallen und kommt mit den. Das wäre nämlich komisch. Nein, sie ist nicht Chaos Witch Quilag. Nein, das käme mir so vor, als würde sie mit ihrem Unterleib beißen und das wäre irgendwie. Du. Ziemlich. Also, du möchtest sie angreifen, dann tu das. Das ist eine 28. 28? Du hast nur 9 auf Naginata? Ja. Okay. Ich kämpfe eigentlich mit dem Bogen, aber was bringt's mir? Das hat sie abgewehrt. Vier. Mensch, jetzt eine Heißklebepistole. Das wäre was. Warum eine Heißklebepistole? Mit Heißkleber. Komm. Ja, jedenfalls, Sie wischt quasi den Angriff mit der Naginata einfach weg. Jetzt ist unser Samurai dran. Oh ja, schön. Also, Die plus 4 gibt's nicht mehr? Jetzt nicht mehr. Sie bewegt sich relativ schnell. Und aber sie ist ein großes Ziel, oder? Das gilt nur für Fernkampfangriffe. Oh, stimmt. Oh, noch ein Crit. Das ist doch nicht wahr. Wehrt sie natürlich nicht kritisch ab. Schaden und Prozent, 10. bitte. 10 und Schaden. 10, sagst du? Nein, 10 ist der Prozentwurf. Ja, 10 heißt normaler, schwerer Schaden. Neun, okay, also es knackt so ein bisschen, du kommst leicht durch die Panzerung. Aber es scheint sie nicht so stark zu beeinträchtigen. Ich würde auch sagen, da du bist ja der bist, der sie augenscheinlich verletzt hat. Also du hast halt, es läuft so ein bisschen grüne Suppe aus der Stelle raus, die du getroffen hast, wenn auch nicht viel. Jetzt greift sie dich einmal an. Okay. Wehr mal bitte ab.
Nein, wenn ich ab, Berserkergang. Ich wollte gerade sagen, will ich abwehren? Das ist doch nicht wahr hier. Schreibt euch schön die PPs auf, ne? Ach so. Das gibt's in dem Fall nicht, weil er hat keine Verteidigungswaffe. Ja, aber für das Dingensschwert. Du würdest auf jeden Fall 6 AP nehmen, aber jetzt mach mal kurz den Prozent. Moment, ich muss kurz auf. Aber wie was für das Dingensschwert? Was meinst du? Du kriegst keinen PP dafür, dass du mit dem Angriff abwehrst. Für den Angriff, klar. Für den Angriff eben habe ich mir nicht aufgeschrieben. Dann mach mal kurz, was ist dein Prozenter bei der Abwehr? Uh, 81. Wird leicht verwundet, also der Angreifer wird leicht verwundet, verliert 1W6 AP. Oh. Weiler. Nee, das Knie. Ich habe mich eben vertan. 4 AP bei dir, nicht 6. Und bitte mal kurz, wie viel AP jetzt ziehst du hier ab? Ach so. 6. Okay. Es kommt ein zweiter Angriff. Trifft. Ja. Kommen wir nochmal kritisch ab. Das sind 21. 21 reicht nicht. Nice. Das sind 6. Haben wir Rüstung an? Ich schätze, du hast nicht in Rüstung geschlafen. Okay. Du warst nicht kampfbereit in dem Moment, in dem das passiert ist. Obwohl, in dem Fall, du hättest dir nur so einen Kettenpanzer, also nicht diesen Ketten, diesen Schuppenpanzer überwerfen müssen, das wäre möglich gewesen. Gut. Hat er gesagt, er würde sich in Ruhe ankleiden und bewaffnen. Ja gut, dann hast du die Panzerung. Nichtsdestotrotz. Berserk. Ich vermute, das geht in den Berserkergang, Tom. Gut. Ja, du musst da eins oder... Ja, ein 1 würfeln. Gut, jetzt außerhalb des Hauses. Ich stelle mal kurz. Ich habe eine Frage, Tom. Ja. Gilt bei dir auch, wenn ich einen Überraschungsmoment erziele, ein Meucheln als möglich? Nein, sie erwartet einen Angriff von dir. Okay, das heißt, du, ist in Ordnung. Weil, ich möchte aber kurz sagen, sie läuft nicht. Es gibt da unterschiedliche Auslegungen. Sie läuft nicht direkt so um die Ecke. Sie läuft in einem gewissen Abstand zu dieser Ecke und dreht. Das ist in Ordnung, damit rechne ich auch. Gibt es auf dieser Seite vom Haus irgendwas anderes, hinter dem man sich noch verstecken kann? Nein. Okay, dann gehe ich, also ich würde ja wahrscheinlich von der Kuppel verdeckt, wenn ich auf der anderen Seite ums Haus gehe. Wenn du dich dann hier hinstellst, stehst du hinter der Kuppel, aber die Kuppel ist leicht durchsichtig und von außen siehst du deutlich besser durch als von innen. Also ich würde quasi im Uhrzeigersinn ums Haus gehen, in der Hoffnung, dass der Typ mich nicht sieht. Erst wolltest du eben noch auf sie warten, Nico. Du kannst jetzt nicht einfach die besten Rosinen für dich rauspicken, indem du sagst, naja, ich kann mich wäre sie ja direkt rumgekommen. Was ich mache, oder? Nico, du hast jetzt gesagt, du wartest hinter der Ecke. Und um das zu machen, was du vorhast, müsstest du quasi sehen, was sie tut. Das heißt, dann müsstest du um die Ecke schauen. Und zwar die ganze doch Zeit. Jede Runde entscheiden, was ich mache, oder? Ja, aber wenn du eben das quasi von der Reaktion dieser Frau abhängig machen willst, du kannst nicht... Mach ich nicht. Ich möchte nur kurz sagen... Ich habe mich nur nach der ersten Runde umentschieden, was ich machen möchte. Nico, wäre sie jetzt hier gewesen, hättest du gesagt, ich greife sie direkt an, dann hättest du sogar gesagt, du möchtest das Überraschungsmoment besonders gut nutzen. Ich muss ihn mal ein bisschen vergrößern. Nein. Du hast doch eben gesagt, du möchtest sie unter Umständen meucheln, wenn es geht. Der Punkt ist, sie braucht mehr als eine Runde, um rumzukommen. Ja, du auch. Ja, das ist richtig. Aber ich bin ja in der letzten Runde runter. In der Runde hat sie sich da auf den Weg gemacht. Ja. So, in dieser Runde möchte ich, anstatt zu warten, was mir ursprünglich zuerst eingefallen ist, jetzt, zu der Zeit, wo ich mich wirklich entscheiden muss, im Uhrzeigersinn quasi vor ihr weg ums Haus rumlaufen. Du willst also einfach nur rennen. Ja, und möchte dann auf der Seite, die sie dann nicht sehen kann, also sie wird zumindest sehen, wie du hinter der Ecke verschwindest. Das würde sie sehen. Das heißt, das Timing würde nicht passen. Ja. Und sie wäre auch nicht blöd. Sie würde auch da nicht direkt um die Ecke rennen. Nein, nein. Ich hätte versucht, sie anders zu überraschen. Meine Idee wäre gewesen, wenn sie das sehen, also wenn sie das sehen wird, dann ist es witzlos.
Aber ich wäre dann quasi an der Seite wieder hochgeklettert und hätte auf eine günstige Gelegenheit gewartet und geschaut, ob sie verwirrt ist. In dem Fall würde ich dir vielleicht das mit... Hast du Laufen zum Beispiel? Oder was ist deine Bewegungsweite? Ich habe Geländelauf. Ich habe eine Bewegungsweite von 23. Ah, dann ist das... Dann wird das nichts. Du bist nicht besonders schnell. Ist okay. Dann würde ich mit... Ich kann ja Shuriken, kann ich 3 Stück werfen, ne? Das willst du jetzt aus dem Lauf machen, oder wie? Nein. Aber du kannst theoretisch 3 Stück in einer Runde werfen, ja. Dafür machen die Dinger aber auch keinen Schaden. Warte mal. Aber sie ist ja auch nicht allzu gut gerüstet. Gut, kommen wir zurück zu den anderen. Er hier außerhalb der Kuppel beginnt seltsame Gesten zu machen. Mit einem eigenartigen, wie soll man sagen? Es ist ein, er hält ein Stück von irgendwas Buntem in der Hand. Aber ihr könnt es nicht durch die Kuppel richtig erkennen. Was macht ihr in der Kuppel weiterhin? Greifen. Also, was macht denn zum Beispiel unsere Priesterin? Nein. Panisch gegen das Glas hämmern. Die kann nichts tun. Das ist okay. Das Problem. Es gibt einfach nichts, das sie tun kann. Es gibt eine Sache, die du ganz eindeutig tun könntest, aber das kann ich dir jetzt nicht verraten. Den Samurai besänftigen. Nein, naja, das meinte ich nicht. Dass ich machen könnte, erkämpfen, ist das nicht eine Möglichkeit. Ich bin immer noch irritiert, was für ein Wesen es ist. Das kann ja keine Yorogumo sein, oder? Weil es doch eigentlich einen normalen Frauenoberkörper hat. Ist es vielleicht eine Illusion? Was hast du für eine Geistesresistenz? Erster oder zweiter Wert? Erster Wert. 15. 15? Mhm. Dann mach mal einen Wurf da drauf. Golden. Sobald dir dieser Gedanke kommt, blinzelst du ein paar Mal und diese Kuppel ist einfach nicht da. Und deine Freunde schlagen auf Luft ein. Ist der Typ da? Ja, der ist da und der hantiert gerade mit einem Korallenstück, das in Flammen zu stehen scheint. Ich möchte bitte auf ihn zurennen und ihn umreißen. Also er wird auf jeden Fall den Zauber noch beenden können, bevor du bei ihm bist, aber du wirst was tun können in der nächsten Runde. Du ich hab auch ein plus 5. Ja, das kannst du gleich in der nächsten Runde machen. Jetzt, aber, zu den Abwehr Werten. Gegen Raufen stört Konzentration. Ja, also ihr jetzt in der Kuppel, ihr seht jetzt noch nicht direkt, was die Priesterin macht. Wir sehen auch nicht, dass sie einfach durch die Kuppel gelaufen ist. Es passiert jetzt ungefähr gleichzeitig. Das heißt, in dieser Runde könnt ihr es noch nicht wirklich realisieren. Dann schlage ich auch weiter zu. Gut, dann bitte einmal einen Angriff von jedem. Regeln wir das einfach mal schnell gleichzeitig. Was ist das? 22. Ja, 33. 31. Okay, gehen wir mal los. Die 31 zuerst. Ist nicht abgewehrt. Danach war eine, also bei unserem Samurai. Jetzt, der hat eine 32. 32 hat sie auch nicht. Und ich hatte eine 22. Das hat sie. Kurz die Schäden. Wer hat das erwartet? 13. 13 Schaden. Was? 6 OP. 11. 11, okay. Gut, Markus, hattest du den Schaden gerade eben? 13 war das? Ja. Alter Schwede. Ja, Berserkergang. Ich kann das hier, glaube ich, auch so eintippen. Und 2W6 plus 4. Und ich habe eine 7. Also, ich sag mal, dein Treffer hat richtig gesessen gerade. Ich möchte aber mal kurz sagen, durch deinen Berserkergang hast du so ziemlich gar keine Möglichkeit, die Illusion zu durchschauen. Dafür bist du in deinem momentanen Zustand schlichtweg zu blöd. Die anderen sehen aber, während sie auf diese Spinne einschlagen, wohlgemerkt, sie hat selbst noch die Möglichkeit, ebenfalls einmal zuzuhauen. Ich würde sagen, in diesem Fall mache ich kurz vorher zufällig, wen sie angreift. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sie greift den Mönch an. Toll. Zumindest mit dem ersten Angriff, sie hat ja 2. Und der Angriff trifft auch.
Hab ich. 22. Also, ich 22 glaub. Reicht nicht. Übrigens, der zweite Angriff geht auch gegen dich. Dieser Angriff jetzt macht... Aber wenn es doch tatsächlich eine Illusion ist, wie kann sie den körperlichen Schaden verursachen? Das glaubt man erstmal einfach. Man stirbt nicht, man wird nur ohnmächtig. Das wären ja, gerade 7 Schaden, die du dir einbildest. Wohlgemerkt, AP-Schaden bleiben allerdings. Ja, gut. Das heißt, sobald die Illusion zusammenbricht, kann sie mich denn überhaupt in Berserkergang versetzen? Ja. 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 Das ist eine psychische Sache. Das Adrenalin hast du. Richtig. Und wenn sie zusammenbricht, oder die Illusion zusammenbricht, dann... Die Illusion bricht für dich ja nicht zusammen. Ach ja, erst wenn sie tot ist. Ja. Selbst dann ja nicht. Dann erstmal nicht. Der zweite Angriff trifft übrigens auch. Okay. Der erste macht übrigens 7 Punkte ja. Schaden. Ja, ich weiß. Das ist eine... Boah, 32. Der zweite macht... Warte, du hast mit einer 32 abgewehrt. Mhm. Okay, das hat sie nicht. Aber du kriegst... Hast du eine Verteidigungswaffe? Nein. Hm? Dann geht das nicht. Geht das nicht. 13? Ich habe Abwehr 13, mehr nicht. Hast du 31. Eigentlich... Ja. 31 12, hat aber auch oder? Gereicht. Ach nee, du hast wahrscheinlich einen Abwehrbonus. Du kriegst ja. 11 AP noch abgezogen. Also die Angriffe von ihr hauen halt oder, rein. Oder ja, zusätzlich, der macht 2 Angriffe. Ach so, insgesamt, okay. Ja. Gut. Jetzt an die beiden Herren, die noch bei Verstand sind. Ihr seht in dieser Runde, wie die Priesterin einfach durch die Kuppel läuft, als wäre sie nicht da. Jeder von euch darf einmal kurz Geistesresistenz machen. Ach so, ja. 12? Ja. Das wird wahrscheinlich nicht reichen, ne? Ja, Moment. Nee. Das ist eine 9. Ja, tatsächlich mit 21. 21 reicht nicht. Ihr seht einfach nur, die läuft durch diese Kuppel und ist dahinter. Ihr könnt euch nicht erklären, wie. Frage. Würde ich dann nicht einfach selber versuchen, darauf zuzulaufen? Dann wäre sie für dich noch real. Du hast eben schon gegen sie geklopft. Komm? Ja. Sehe ich, wie sie aus der Kuppel rausläuft? Nein. Du bist auf der anderen Seite des Hauses. Du läufst gerade in dieser Zeit darum. Du siehst, also wenn du um diese Ecke weitergehst, würdest du sehen, sie ist nicht mehr in der Kuppel. Mhm. Genau, das meine ich. Jetzt. Also sie läuft dir weiter hinterher. Gebäude so lang gestreckt da drumherum? Das ist einfach nur symbolisch. Ja, was du musst möchtest mich nur du so denn positionieren, tun? Wie du denkst, wie ich auch zur Kuppel stehe, deswegen. Dann hätte ich die Kuppel erstmal hier irgendwie markieren müssen. Es ist einfach nur so eine grobe Symbolik. Das heißt, du bist jetzt gerade quasi auf der hinteren Ecke vom Haus vorbei. Dann können wir uns meinetwegen jetzt hier hinstellen. Und sie kommt jetzt hier quasi entlang. Was Werf möchtest du tun? In der tun? Runde 3 Shuriken in die Fresse. Gut, dann würfel. Dann wirf den ersten. Und so, werfe er das erste Shuriken. Der erste ist nicht getroffen. Der zweite ist nicht getroffen. Der dritte ist getroffen mit 25. 25, okay. Der trifft. Also zwei fliegen einfach schön in die Pampa, aber einer trifft. Ein Punkt. Ja, okay. Danach ziehe ich meinen Dolch. Gehe auf sie zu, also renn auf sie zu. Okay. Sie hat ebenfalls schon einen Dolch gezogen. Tom? Ja? Zähle ich noch als menschlich intelligent? In deinem Zustand? Es gibt da keine besonderen Regelungen für. Ich würde sagen, du wirst jetzt nicht mehr dich logisch verhalten. Du hast momentan den Feind, das ist diese Spinne, ja, auch wenn sie ein Trugbild ist. Ja, aber die Frage ist... Du wirst in deinem Zustand keine Illusion durchschauen, wenn du das willst. Nein, die Frage ist, ob die Frage Illusion ist, noch funktioniert, weil wenn richtig. Er nicht mehr menschlich intelligent ist, kannst du ihn nicht mit einer Illusion verzaubern. Das ist falsch. Du kannst auch Tiere mit Illusionen verzaubern. Echt? Ja. Dann habe ich das falsch im Kopf.
Es ist zum Beispiel so, Macht über die Sinne wirkt gegen Tiere als einzige uneingeschränkt. Menschen haben zum Beispiel automatisch einen Wurf gegen die Illusion. Tiere als einzige nicht. Also Tiere kannst du damit leichter täuschen als Menschen. Ich glaube, die nächste Runde ist dran. Also, nee, Lina kann auch was machen, oder? Jetzt kommen wir mal zu denen, die hier draußen stehen. Also du willst ihn, also nee, er macht jetzt noch kurz was am Ende der Runde von eben, habe ich ganz vergessen. Genau. Er zaubert nämlich. Und ja, es schießt eine Art Flammenstrahl aus seiner Hand und trifft das Haus. Also das Strohdach fängt auch an zu brennen. Gut, jetzt darfst du ihn gerne rammen. Das ist mein Haus. Ich möchte ihn rammen. Dann wäre das Niederwerfen, also möchtest du ein Handgemenge einleiten, also Raufen gegen Abwehr. Ich habe meine Seil in der Hand noch, ne? Ja, du kannst auch meinetwegen damit angreifen, wenn du das möchtest, aber du willst ihn ja umwerfen oder so. Ja, ich möchte nur Angriff sagen, weil ich habe dann die nämlich, Konzentration ich habe dann nämlich eine Verteidigungswaffe, ne? Ich habe zwei Seil. Ja. Du willst jetzt aber trotzdem raufen. Genau. Gut, dann tu das. Ich dann, treffe. 22. Wow. Okay. Moment. Aber dazu muss sie die Waffen wegstecken, oder? Das sind Stichwaffen. Ja, aber sie ich kann den doch mit meinem Sai umrennen. Pieken. 22, sagst du? Ja. Hat er gerade so. Also er weicht aus. Ja, machst trotzdem AP. Also du rennst die... Wie viel AP? 1W6? 1W6 minus 4 plus Schadensbonus. Ja. Achso, also 1W6 minus 4, also plus 2. Was habe ich denn? Oh, ich habe einen Schadensbonus von 1. Also 1W6 minus 3 bei dir. Genau, also 3. 3 AP. Mhm. Okay. Ja, er... ich schau mal kurz, was hat er denn noch Schönes, was da richtig passen würde? Ich glaube, das braucht zu lange, oder? Also was zaubern kann der jetzt, glaube ich, nicht mehr, weil ich doch jetzt im Kampf mit dem bin, oder? Kommt drauf an, Spontanzauber wäre möglich, aber hat er nicht. Ja, also gut, jetzt gerade das, was ich wollte. Er zieht einen Dolch und macht einen spontanen Angriff. Okay. Ich glaube, der trifft sogar, Moment. Nee, tatsächlich nicht. Typischer Zauberer. Okay. Stümper. Tom? Ja, im Kampf sind wir nutzlos. Frage, wenn die Olle in der Runde noch einen Bogen um mich rumläuft, beziehungsweise um die Ecke rum, wo ich stehe, dann müsste sie mich ja in der Runde auch noch nicht im Nahkampf angreifen können, ne? Doch. Nee. Also ich sag mal, wenn sie jetzt auf dich zuläuft in der nächsten und du nicht wegrennst, dann ja. Naja, ich laufe ja jetzt mit auf sie zu, nachdem ich die Shuriken geworfen habe. Dann könnt ihr beide im Nahkampf angreifen. Ich werde jetzt zeigen, was so ein Ninja kann. Ich bin mit Dolchen gar nicht so schlecht. Wer von euch hat eigentlich den magischen Dolch? Ja, ich habe ja gesagt, gib mir den, aber nein. Der magische Dolch ist, glaube ich, beim Mönch. Nein, der Mönch ist beim Samurai. Ach, beim Samurai, okay. Ich habe den gekauft. Also bei Benny. Dann darfst du jetzt... Oh, was ist deine Gewandtheit? Meine? Ja. 60. Dann ist sie tatsächlich schneller. Ach. Würdest du dich nicht sie trifft immer kritisch. Verhalten wie ein Vollidiot? Trifft nicht kritisch. Hätte ich den vielleicht auch gegeben über den Dolch. Vielleicht mal nicht kritisch ab, ne? Klingt nach einem guten Plan. Okay, das sind schon mal 5 Schaden und Moment. Auge aus, Spion tot. 57. 5 Schaden. Schwere Verletzung am rechten Bein. War mal ein Schicks. Nee, auf den Wurf lohnt sich das nicht. Ich hätte den eigentlich gerne auf den Angriffswurf gehabt. Das hättest du vorher sagen müssen. Ja, ist richtig, ist doof. Na gut. Halt so. Also 5 Schaden und ich hätte jetzt gerne mal einen PW-Gift. Oh. Ich glaube 24 haut hin. Ja. Du merkst, die Stelle wird ein bisschen taub, aber du wirst nicht beeinträchtigt. Na gut, das Problem ist halt trotzdem, dein Bein gibt nach, wenn du es belastest. Scheiß drauf, mach die kalt. Ich gehe jetzt ins Handgemenge. Dann habe ich keine Nachteile mehr. Also raufen? Ja. Okay, dann raufe. Ja, ich kann auch mit dem Dolch ins Handgemenge gehen. Oder ja, aber du kannst nicht Dolch für ins Handgemenge, fürs Handgemenge einleiten benutzen. Das geht nicht. Das ist okay. Ich gehe mit dir ins Handgemenge. Hast du vielleicht waffenloser Kampf, das besser wäre als raufen? Ich habe waffenloser Kampf, ja. Faustkampf und waffenlos. Ja, das ist ja dasselbe, aber... Das nutze ich.
Waffenloser Kampf. Obwohl, das macht keinen großen Unterschied. Nee, ich gehe nochmal ins Raufen, ins Handgemenge mit euch. Sind 24. Hat sie nicht. Gut. Dann mache ich jetzt erstmal leichten Schaden. Ja, Bei einem Schadensbonus von 2 mache ich also einen Punkt. Okay. So, dann habe ich nämlich den Nachteil mit den Beinen nicht mehr. Ja, sie kann trotzdem weiter auf dich einstechen, das ist dir klar. Ja, ist in Ordnung, ich ja auch auf sie. Toller Ninja. Toller Ninja. Ja, kommen wir zurück zu denen in der Kuppel. Kann ich eigentlich nochmal einen Prüfwurf auf Geistresistenz machen, wenn ich sehe, dass unser... Du hattest jetzt gerade deinen Hinweis von ihr. Solange noch kein weiterer Hinweis kommt, hast du keine weitere Möglichkeit. Ja, das wäre die Frage, weil Hayato läuft doch raus, oder nicht? Hayato? Der ist Hayato nie nicht in der Kuppel gewesen. Der war noch nie in der Kuppel. Hayato ist in der Kuppel, aber ansonsten, Hayato läuft nicht raus. Oder ja, wenn du willst, kannst du sagen, du möchtest jetzt in dieser Runde gegen die Wand laufen. Das darfst du gerne tun. Aber ja gut, das, ich wüsste jetzt nicht warum. Also ihr seid jetzt momentan alle noch bei dieser Spinnenfrau. Tom, ich habe einen kritischen Fehler beim Angriff geworfen. Okay. Bei der 96. 96 bei kritischer Fehler beim Angriff. Das ist möglicherweise Angriffswaffe zwischen. Das ist früher deutlich. 96 ist Angreifer stolpert und stürzt zu Boden. Oh, da würde ich sagen, hat diese Illusionsspinne auf jeden Fall einen Angriff mit den Beinen auf dich. Dass es sich versuchen kann, auf dich zu treten. Ja. Gut, was machen die anderen beiden? Ich möchte sie angreifen, um sie von ihm abzulenken. Dann schlag. Darf ich das? Ja, dann mache ich das. 8. Boah, warte mal, Moment, kurz eben auf. Ja, genau mit einer 20. Hat sie tatsächlich nicht. Wuhu! Dann erstmal den Schaden! Das sind einmal 9. 9? Ja. Okay, jetzt unser werter Hayato. Truff. Dann hau. Das sind 25. Schon wieder nicht. Also sie wirkt auch irgendwie ein bisschen abgelenkt gerade. Das sind 6, also 0. Vermutlich. Ja. Also sie kriegt ja trotzdem AP. Auch wenn es eine Illusion ist, hat sie ja Werte dafür. Auch wenn die etwas utopisch sind. Jedenfalls ist es so, ich würde sagen, ihr beiden dürft mal einen Intelligenzwurf machen. Intelligenz nicht so gut bei mir. Ja, geht so. Bemerkt. Übrigens, ich schau mal kurz, wen sie als erstes angreift. Sie greift als erstes und Hayato an. Und trifft dabei auch. Wofür ist jetzt der Intelligenzwurf? Das kommt jetzt gleich. Ich habe den Intelligenzwurf geschafft. Trotzdem jetzt erstmal kurz noch die Abwehr gegen den Angriff von ihr. Von mir? Ja. Das ist eine 13, das sind 25. Okay, der Angriff ist abgewehrt. Das sind nur, 9 AP. Der zweite Angriff geht gegen unseren Mönch. Kritischer Fehlschlag. Ah, schön. Eine 16 beim Angriff ist, verliert kurz das Gleichgewicht. Also die Füße trappeln so ein bisschen um den am Boden liegenden Samurai rum. Auf jeden Fall kommt kein weiterer Angriff durch. Eine Runde kann sie nicht angreifen. Jetzt der Werte, also Hayato, du merkst plötzlich, die bewegt sich irgendwie weniger flüssig, so ein bisschen mechanisch gerade, seit draußen dieses Getümmel losgegangen ist. Darum würde ich dir jetzt tatsächlich noch mal einen Wurf erlauben auf Geistesresistenz. Okay. Oh Mann. Gut, wir kommen zu dem, was draußen passiert. Ah nee, Quatsch, wir haben immer noch euch beide hier vergessen. Wir haben noch den Magier und die Priesterin vergessen. Das Handgemenge hat ja nicht so gut geklappt. Du darfst mit deinen Sai gerne angreifen, wenn du möchtest. Ich greife an mit meinen Sai.
Nein. Oh, warte, ich habe zwei Angriffe, ne? Das, wenn du... Nee, warte. Du hast entweder einen Angriff und Verteidigung, du hast die Möglichkeit Kombinationsangriff oder du hast die Möglichkeit Entwaffnen. Boah, ich will entwaffnen. Ja, meinetwegen darfst du das jetzt machen, weil du nicht ganz sicher warst, was du durftest. Das ist dann, glaube ich, aber ein Angriff. Ich weiß nicht mehr genau, wie das gehandhabt wird. Das muss ich mal nachgucken. Aber erstmal muss der Angriff sowieso klappen. Der Angriff muss erstmal klappen. Das klappt nicht. Gut, er sticht mit seinem Dolch. Er trifft nicht, aber sagt dabei sowas wie, er lässt sich ungern sein Spielzeug wegnehmen. So. Du wirst mein Spielzeug, wenn ich mit dir fertig bin. Sagst du das? Ja, das sag ich. Das ist meine innerlich ausgeglichene Priesterin. Wir kommen zu Akaya und seiner sich mit ihm am Boden wälzenden Gespielin. Ich die Tussi ab. Dann mach. Ja, 28. Wow. Effizient abgestochen. Wie soll ich das dumme... Nein. Ja, so eine dumme Funz. Tut mir leid, kann ich auch nichts für. Mach trotzdem 5 AP. 5 AP, sie hat eine 37 bei der Abwehr, das heißt, du wirst entwaffnet. Die Waffe fliegt 1W6 minus 1 Meter nach links. Ich hab meinen nächsten Dolch. Nach links? Okay. Ja, das heißt 2 Meter nach links. Gang, in den Gang da rein, ja. Ja, es spielt keine Rolle, die rollen so ein bisschen über den Boden gerade. Das Ding fliegt einfach 2 Meter nach links. Achso. Wir roffeln ein bisschen. Ja, genau. Der nächste Angriff. Warte, wie viel AP hast du abgezogen? 5. Der nächste Angriff wird also spontan, weil ich meinen nächsten Dolch ziehe. Ja, sie greift an. Boah, sie würfeln noch eine 20. Boah. Möchtest du jetzt Schicksalsgunst einsetzen? Ja, war sicher. Gut. Jetzt kommt es noch eine 20. Geh raus. Das ist nicht wahr. Der würfelt noch eine 20. Komm, kannst du mal ordentlich würfeln, das bitte? Das lasse ich nicht. Komm, sie trifft. Ganz normal. Also das wäre jetzt einfach übel gewesen. Aber eigentlich auch nur fair. Andererseits hätte das 25 zu sterben, oder? Ein bisschen hätte das schon. Warte, 25? Zu sterben. Ja. 25 ist abgewehrt. Du kriegst 2 AP. Jetzt kommen wir zu denen in der Kuppel. Ja? Tom, darf ich dir kurz was sagen? Ja. Der Zauber Erscheinungen. Es ist nicht Erscheinungen. Es ist Zauberwirklichkeit. Und weiter geht's. Außerdem, auf was wolltest du genau hinaus? Nein, ist in Ordnung. Außerdem ist es nicht so hundertprozentig normal. Also es ist von einer bestimmten Rolle gewirkt und sowas. Er kann den Zauber eigentlich nicht selbst. Ja, nee, ist in Ordnung. So oder so. Völlig Wumpe. Wir machen einfach weiter. Ja. Auf jeden Fall, dieses Spinnviech, ne? Wie gesagt, es wirkt so ein bisschen angeschlagen und bewegt sich seltsam mechanisch. Irgendwas stimmt damit nicht. Ja, wir haben's gleich. Ich sag mal, es wirkt auch schon sehr stark angeschlagen. Ihr dürft weiter drauf einschlagen. Ihr könnt natürlich die Illusion auch einfach kaputt hauen. Das ist die beste Methode. Richtig, Spinner. Dann ist die Kuppel trotzdem noch da, aber ja. Kuppel, wir haben jetzt erstmal unsere Ruhe. Kuppel. Das ist keine Spinne, es ist ein Truthahn. So, jetzt eine 30. Eine Truthantel. 30. Hat's nicht. Ja, danke schön. So, jetzt kriegt er mal hier. Das sind schon wieder 9. Okay. Jetzt, Kenichi. Ich möchte dir trotzdem sagen, dass wenn das Zauberwirklichkeit ist, der Zauberer sich hier steht. Insbesondere können Illusionswesen sich ohne Kontrolle durch ihren Erschaffer nicht auf komplizierte Handlungsabläufe wie zum Beispiel Kämpfe einlassen. Ein anwesender Zauberer muss sich wie bei Erscheinungen konzentrieren, wenn er seine Schöpfung steuern will. Was meinst du, warum? Bei Zauberwirklichkeit. In diesem Fall lässt er das Vieh auch quasi nur wild fuchteln. Okay. Das heißt, wenn ihr getroffen werdet, ist das mehr ein Kollateralschaden. Okay, gut. Dann... Okay. Das fällt euch aber nicht unbedingt auf. Ja. Vor allem mir nicht. Ja.
Das ist auch nicht getroffen. Weil du ja auch nichts anderes machst als Wildfuchteln. Ja. Erstmal bist du sowieso aufgestanden. Ach nee, also, ich dürfte gar nicht diese Runde angreifen, ja, sorry. Du rappelst dich auf. Werter Naginata Schwinger? Ja. Möchtest du schlagen oder möchtest du wegrennen oder was möchtest du tun? Ich schlage bereits. Und ich habe eine 22. Eine 22, ja gut, in dem Fall würde ich sagen, kann dieses Viech gar nicht mehr abwehren, weil es sich so bewegt. Ist also ein Treffer. Ist also nur 5. Nur 5, also an der Panzerung mehr oder weniger abgeprallt. Jetzt das Vieh selbst. Fuchteln ist ein Angriff plus 4 oder was? Nee, weil das, ich würde sagen, mit den langen Krallen und sowas hat das schon eine, speziell im Nahkampf, wenn es so wild herumfuchtelt, eine gewisse Trefferchance, aber... Du bist ja bezüglich der Angriffswerte auch keine Rechenschaft schuldig, Tom. Mach ich würde aber sagen, dass gerade die beiden, die, also immer der erste Angriff trifft, den Mönch. Oh Gott. Das Arcanum ist dennoch, nein, oder die Regeln nicht. Sind dennoch nicht nur für die Spieler zu befolgen, sondern auch für den Spielleiter. Ja, die Regel an, es steht ja eindeutig am Anfang des Regelwerkes, dass der Spielleiter durchaus Änderungen vornehmen kann. Ja, und in diesem und Fall. Und das alles, was der Spielleiter sagt, immer. In diesem Fall, die plus 4 beziehen sich auf ungelernte Angriffe von Menschen. Und in diesem Fall hast du da eindeutig eine Bestie. Wieder ein Schwert, dann wird es nicht gut. Aber es. Ja, durch wildes Rumfuchteln auch so eher. Oder so, ja, besteht da eigentlich überhaupt kein Diskussionsbedarf. Ja, also, der Mönch hat was bei der Abwehr? Nichts. Nichts, also nicht geschafft. Also, ja, nicht geschafft. Dann sind es 8 AP. Ich möchte aber sagen, du hast jetzt wieder einen Wurf auf Geistesresistenz. Du hast direkten Kontakt mit diesem Ding und das bewegt sich irgendwie nicht so, als hätte es wirklich einen Widerstand, als würdest du einen Widerstand bieten. Irgendwann bewegt es sich so, als hätte es keine Gelenke. Ja, das habe ich. 22. Reicht nicht. Wie, das reicht nicht? Du musst den Zauberwurf überbieten. Richtig. Ja. Das gleiche gilt natürlich jetzt für unseren... Ja, warte. Du hast mit der Naginata getroffen. Darfst jetzt auch mal kurz einen Geistesresistenzwurf machen. Irgendwann muss es doch mal klappen. Nein. Oh. Ich würfel immer abwechselnd... Wir gehen zu den beiden im Nahkampf mit den Stichwaffen. Die Zauberer, die sich nie treffen werden. Sag das nicht! Ich treffe nicht! Wer hätte das gedacht? Irgendwann treffen wir uns. Moment, ich guck kurz, der dürfte doch auch... In einer Kneipe. Genau. Auf ein Bier. Genau. Erinnerst du dich noch damals, als du mich abstechen wolltest und dich getroffen hast? Ja, das waren schon Zeiten. Weißt du noch, damals auf der Universität? Immer wenn wir durch etwas Hunger hatten, hast du Minis gemacht. Er. Sag mir nicht, er zaubert, der kann nicht zaubern. Nee, er greift an. Er trifft. Moment. Charakterblatt. Da. 26. 26? Ja. Das ist abgewehrt. Und der Schaden beträgt 4. So, jetzt steche ich die Tussi ab. Macht aber gut Schaden dafür. Ja, nächste nur Runde, er darf die Tussi abstechen, wenn das schafft. Spontaner Angriff. Nicht getroffen. Hat im Zweifel eine 6 gewürfelt, Lina. Sie trifft ebenfalls nicht. Ich möchte kurz sagen, tatsächlich beginnt dieser Zauberer im Nahkampf mit der Priesterin wieder etwas zu tun. Ich schau mal kurz, was ist ein... Ah, was? Also er greift in eine Tasche auf jeden Fall und fängt was an, was zu murmeln. Er verteidigt sich also in dieser Runde nicht so wirklich. Allahu Akbar. Das sei politisch sehr inkorrekt, aber danke. I don't give a shit. Die im Kampf mit der Spinne, ich würde sagen, da gehen wir vielleicht am Ende dieser Runde zu. Also erstmal zu den beiden Zauberern. Du hast jetzt noch eine Chance, ihn mit den Zeit zu treffen. Lina? Die erleichtert, wenn aber er nicht abwehrt? Nee, ne? In diesem Fall tatsächlich wäre die erleichtert. Wenn er sich entscheidet, nicht rein abzuwehren, dann ja. Er muss sich darauf konzentrieren. Das heißt in diesem Fall plus 4 auf den Angriff und er kann nicht abwehren. Das heißt bei Lina nicht viel. Aber wenn ich ihm Schaden mache, dann wird er zwei Mal unterbrochen.
Ja, es reicht schon ein leichter Treffer. Also, er kann, er ist, wenn nee, Treffer nee, ist, nee, ist es nee, sehr schwer, nee, klar. Er muss Lebenspunkte verlieren. Ja, stimmt. Mein auch. Ja gut, dann würfel mal. Wenn es in der Rüstung hängt, dann bringt das nichts. Ja, mach mal Schaden. Angriff erstmal. Ja, Angriff, Entschuldigung. Komm schon. Okay. Warte. Einmal bis plus 4? Plus 4, ja. Nein. Ganz ich würde sagen, mit 2 definitiv immer noch nicht. Jetzt, aber gar nicht mehr so klar. Für jetzt plötzlich am Ende der Runde. Am Ende der Runde, das heißt, ich bin noch dran. Ja, Nico ist noch nee, dran. Wir fangen jetzt mit dir immer in den Runden an, Nico. Aber wir haben bisher immer in der Kuppel angefangen. Ja gut, dann machen wir das jetzt kurz mit dir noch weiter. Und das in der Kuppel ist jetzt gerade nicht mehr so wichtig. Das Viech wird immer eigenartiger in den Bewegungen, aber irgendwie seid ihr nicht in der Lage zu durchschauen, dass es nicht echt ist. 24 übrigens. 24. Na, wenn du es uns jetzt vereinfachst, obwohl es noch so angeblich so obvious ist. Wird grundsätzlich immer schwerer, je öfter es nicht klappt, zu widerstehen. Eigentlich nicht unbedingt, aber du hast ja immer eine uneingeschränkte Probe. Der Punkt ist, du brauchst immer einen Hinweis, immer einen neuen Hinweis. Ja. Sie hat's abgewehrt. Also du rammst deinen Dolch quasi kurz neben ihrem Kopf in den Boden. 6 Punkte. Okay, sie sticht natürlich zurück. Die Tussi lässt sich nicht gerne abstechen. Sie trifft. Ja, tut er schon. 21. 21 hat sie. Also du hast nicht abgewehrt. Das sind 5 Schaden. Oh. Dann habe ich noch 3 LP. Okay, dann ist das Lähmgift auch egal. Also sie rappelt sich von dir auf. Jetzt, was den Herrn Zauberer angeht, der nicht getroffen wurde. Das heißt, ich bin jetzt ohnmächtig, oder? Nicht ohnmächtig, aber du liegst am Boden. Gut, ich geh mir eben was zu trinken holen. Okay. Hab ich schon gemacht. Ich habe mir schon Tee gekocht und war schon auf Klo. Um den Zauberer bildet sich plötzlich eine dichte Rauchwolke. Dieses Spinnenwesen, sage ich mal, es fängt an, sich noch unnatürlicher zu bewegen. Aber trotzdem, für euch ist die Kuppel und so leider alles noch da. Nur für die werte Priesterin stellt sich jetzt die Frage, hat sie jetzt noch die Möglichkeit, ihn da zu finden, beziehungsweise... Ja. Das Problem ist ja auch, Nico muss sich jetzt immer an den Orten prügeln, wo ihn keiner sieht, oder? Der ist schon mal an irgendeinem Ort umgefallen und hat nur sehr viel Glück in einem Baum. Ja, der hat nur mit wirklich viel Glück überlebt, weil die Viecher weggerannt sind. Jetzt in dem Fall hat er eigentlich. Also der Typ steht vor mir aber noch, ne? Er bewegt sich natürlich im Rauch. Jetzt ist nächste Runde. Was in der Kuppel passiert, bleibt jetzt mal in der Kuppel. Moment. Haben wir diese Runde in der Kuppel angegriffen? Ich habe jetzt gesagt, das spielt jetzt nicht mehr wirklich eine Rolle. Nein, also. Das spielt eine Rolle, ob wir das Vieh töten. Komm. Ja gut, dann meinetwegen, dann machen wir das noch kurz. Also, ich treffe mit einer 23. Ja, wichtig ist nur, ob getroffen oder nicht. Ach, stimmt, man darf ja nicht abwehren. Ja. Ich nicht. 4... Mit 6 AP. Ich biete 16. 16 Schaden. Jawohl. Was? Warte, wie viel Schaden macht unser Waldwürfer? Ich habe 4 und 6 gewürfelt. 6 habe ich gewürfelt. Also ich habe eine 6 insgesamt. Okay, und unser Mönch hat daneben gehauen. Warte, wie viel Schaden hast du gemacht, sagst du? Ich habe eine 4 und eine 6 gewürfelt. Plus 4 und 16. Plus 2. Okay, also du haust dieses... Also wie soll man sagen... Du schneidest dem Viech einfach den Hinterleib ab. Oh, schön. Ist es tot? Ja, es klappt auf jeden Fall zusammen. Die Kuppel ist noch da. Oh. Jetzt gibt's ein Problem. Ja, die Frage ist, sehe ich... Nee, der ist in Rauch. Der Zauberer. Ja, du siehst jetzt deine Freunde. Du siehst noch 2 Leute vor dir stehen. Okay. Dann würfel mal. Nee, würfel mal hier, ob du rausgehst aus dem Berserkergang. Ach so, stimmt. Ja, falscher Würfel. Das muss ich zuerst tun. Komm schon, eine 1. Ich glaube, das reicht nicht aus. Auf jeden Fall an die werten Herren, die gerade in dieser Kuppel stehen und sehen, wie diese
wie dieser gewaltigen Spinne auf einmal der Hinterleib abgesäbelt wurde. Ihr seht zwischen den Überresten der Spinne einen Mann stehen, der euch mit einem mit Blick geradezu durchbohrt und schwer atmend auf euch zustapft. Ah, nicht schon wieder. Jetzt muss ich schon wieder verprügeln. Das ist ja nicht das erste Mal. Rot bist du. Dann, ich bin rot, ja. Das ist lustig, wär, als nächstes. Wenn die aus Angst vor ihm einfach rückwärts gehen würden und dann aus der Kuppel raus. Ich glaube, wer gerade Angst haben sollte, sollte bist du. Ich? Warum? Weil du mit drei Lebenspunkten unter einer Frau liegst, die gerade einen Dolch erhebt. Der mich jetzt einfach tot. So als hätte der letzte Treffer mich getötet. Verstellen minus 4, bitte. Verstellen minus 4, dann habe ich 6. Boah, Lacker, ey. Der Kerl hat echt mehr Glück als Verstand. Gut, das ist nicht schwierig. Die Leistung. Oh. Ja, in dem Fall... Also langsam verstehe ich, wie der durch die Ausbildung durchgekommen ist. Ich habe mich immer totgestellt. Typisch Beamter, würde ich mal sagen. Also, ja. Sie schaut kurz zur Seite, also in Richtung, also an der Hauswand quasi entlang, sieht, wie da ein wenig Rauch vorbeizieht und fängt an wegzurennen. Wo zieht Rauch vorbei? An der Hauswand. Ach so, das brennende Haus, ja, okay. Nee, das nicht mal. Es ist eine Rauchwolke vom Zauberer. Und die breitet sich ja auch noch aus und sowas. Ach so, ja. Jetzt, innerhalb der Kuppel gibt es ja ein klitzekleines Problem, dazu kommen wir aber gleich. Jetzt haben wir natürlich wieder die Priesterin. Ich möchte da nur kurz einwerfen, dass besitzt ein Abenteurer nur noch 3 Lebenspunkte oder weniger, ist er im Tode nah und wie bei schweren inneren Verletzungen handlungsunfähig. In diesem Fall totstellen ist, finde ich, nicht wirklich eine so schwierige Handlung. In dem Fall, gut, er muss seinen Atem so ein bisschen... Ja, eben, du musst deinem Atem kontrollieren, ja, hast recht. Wenn du gerade panisch bist, weil du dem Tod nah bist. Moment. Sie ist der aber war auch, schon oft genug dem Tod. Normalerweise atmest du... Ich wollte gerade sagen, ich kenne das. Normalerweise solltest du sehr flach atmen, wenn du dem Tod nah bist. Ja. Du krümmst dich vor Schmerzen. Nein, wenn ich handlungsunfähig bin, kann ich mich nicht mehr bewegen. Kann ich mich nicht mehr krümmen. Handlungsunfähig heißt, du kannst keine bewussten Handlungen mehr machen. Markus, lass mir doch einfach die Möglichkeit, ihn überleben zu lassen. Das Blöde ist, er kämpft ja immer in den Ecken, in denen ihn niemand sieht. Ja, gut, dann entscheide das so. Ja, in dem Fall, sie hat flüchtig auf ihn draufgeschaut, meinetwegen. Er hat dann einen erschwerten Wurf auch geschafft. Ja. Und ich finde, 4er Erschwernis ist schon mal gar nicht so wenig. Und selbst wenn ich sie ihn um 6 erschwert hätte, hätte er es immer noch geschafft. Oder? Oder was das auch verstellen? Ja, das wäre 20 glatt gewesen. Ja. Okay. Ich finde, 8 wäre übertrieben gewesen. Also 8er Erschwernis. Das hieß ja, es wäre quasi unmöglich. Wenn ich Verletzungen habe, an denen ich plausiblermaßen auch sterben könnte. Ja. Prinzipiell, sie ist jetzt halt weggerannt. Jetzt kommen wir zum Magier in der Rauchwolke. Was Frage. Will er wohl in dieser Rauchwolke machen? Wahrscheinlich zaubern. Oder weglaufen. Ich würde eher an Flüchten denken, aber okay. Ich habe eine Frage. Sehe ich in der Rauchwolke, ich sehe die Kuppel ja nicht mehr. Sehe ich die drei, meine drei Freunde? Du siehst gar nichts mehr im Moment. Du stehst mitten in dichtem Rauch. Da möchte ich bitte einen Hörenwurf machen, ob ich den Zauberer verfolgen kann. Hast du irgendwie Hören verbessert oder sowas? Nein, ich habe nur leider einprägen. Okay, dann würfel einfach auf Hören. Also du weißt sehr gut, wo er gerade stand, ne? Schaffe ich. Du hörst, wie er sich von dir wegbewegt. Ich möchte hinterher. Okay. Ich schaue nur kurz, ob er hört, wie du hinterherkommst. Weil dann hättest du vielleicht eine Chance, ihn doch wieder in eine Handgemenge zu verwickeln. Nee, er bemerkt das nicht. Du kommst tatsächlich von hinten näher. Okay. Und als er aus der Rauchwolke kommt, hast du vielleicht eine Möglichkeit. Aber jetzt erstmal in der Kuppel. Jetzt ist es wichtig, wer von euch ist der Schnellste und wer will als erstes was machen? Ich bin der Schnellste, vermutlich. Ich bin der Langsamste. Dann die beiden. Dom, wie viel? Was brauche ich? Gewandtheit. 98. Nee, das ist Dom ein wenig schneller als ich, ja. Ihr seid in einem sehr eng umgrenzten Bereich, der auch weiter bestehen bleibt, wenn der Zauberer weg ist, weil darauf muss er sich nicht konzentrieren. Ja. Das ist ja gemein. Und ihr habt jetzt auch keinen weiteren Hinweis mehr, weil das Viech tot ist.
Was habe ich denn eigentlich auf Rauf? Das ist so ein bisschen wie dieses I'm not stuck in here with you, you are stuck in here with me. Oh. Watchman, eindeutig. Also bisher, wenn er in Rage gegangen ist und gegen mich gekämpft hat, hat er mich noch nie getroffen. Genji, was hast du für eine Stärke? 93. Festhalten wird schwierig und vor allem, ihr habt niemanden, der ihn K.O. schlagen kann. 93? Hau ihn einfach auf 3 LP. Ja, ich hau ihn jetzt runter. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Los! Moment, wie sieht er halt aus wie besessen? Ich mach ihn platt. Das sieht echt aus, als hättest du keinen Bock mehr auf die Scheiße. Das ist schon 5-mal passiert in den letzten 3 Tagen. Das ist nicht abgewehrt. Schaden? Schaden kommt. Wohlgemerkt, der Illusionsschaden, den du bisher genommen Schaden. Hast, falls du welchen genommen hast, ist natürlich für dich immer noch real. Ja. 9 Schaden? Ja. Crazy. Ich weiß nicht, hast du Schaden durch die Illusion genommen, Markus? Ja. Wie viel? 3. Dann hast du ja eine gewisse Knautschzone, in der du umkippst, weil du denkst, dass du tot bist. Oder halbtot. Ja, ist richtig. Was hast du gesagt? 9 Schaden? Ja. Also 6 LP ja, AP. Ja. 9 AP da noch. Okay, was macht Hayato? Ich hau drauf. Gut, dann hau. Was soll die Frage? Ne, das wird leider nichts. Gut, er hier rennt also hin. Markus, ich überlasse dir die Wahl, wen du angreifen möchtest. Ja, ich habe eben gesagt, der Rote steht näher. Okay. Deswegen. Mal gucken, ob du deinen ersten Treffer gegen mich landest, mein Freund. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ach ja? Er hat mich bis jetzt noch nicht einmal getroffen. Oh, ein kritischer Treffer! Nimm den Mund mal nicht zu voll, Freundchen. Markus könnte der SG nehmen. Ach, schade. Hätte es lustig gefunden, kritisch abzuwerfen. Ja. Aber der hat schon mal kritisch gegen den Freund getroffen. 70? Ja, gegen mich. Warte, 78. Kopftreffer. Ja. Und helmlose Opfer erleiden zusätzlich zum normalen Schaden 1W3 LPAP. Das heißt aber auch, dass seine Rüstung nicht schützt. Genau das. Und vor allem gibt's noch was anderes, nämlich fällst du wahrscheinlich in ein Koma. Ich bin also ein Samurai, der keinen Helm bekommen hat. Wir haben uns nicht, angezogen? Trägst du den Helm, wenn du gerade zu deinem Pferd gehst? Stimmt, du bist ja ohne Kampf. Bin ich ein Samurai, der aus... einfach du bist gerade den in Status der Festung. Nichts hat. Ja, und du läufst doch trotzdem, du bist ein verschissener Samurai. Du hast eine ihr seid gerade richtig, ihr seid der unterste Rang gerade. Ihr habt einfach so diesen Schuppenpanzer und ihr habt jetzt nicht so diese super tollen Helme mit den Masken und sowas. Den habt ihr gerade nicht. Ja, vielleicht nicht. Keine Maske, aber trotzdem ja ein Kopfschutz oder nicht? Diese schwarzen Blechhelmer. Wenn du dich für die Schlacht gerüstet hättest, hätte ich es wahrscheinlich gefunden, aber so... Jetzt gerade nicht. Also du nimmst der den Punkt vollen ist, Schaden. Im Regelwerk muss man sich einen Helm extra kaufen. So, ich habe jetzt 8 gewürfelt plus 6 sind 14. Wie viel extra? 1W3. Das sind nochmal 2 extra, also 16. Wie viel LP hast du maximal? 18. Bist du vorher verletzt worden? Nein. Übrigens, die LP-Verluste übersteigen definitiv ein Drittel, das heißt, erstmal ein 20% Zeug, ob er in ein Koma fällt. Also 20%, ich würde sagen, das darf unser Verletzter selber würfeln. Wenn du über 20 würfelst, fällst du nicht in ein Koma, sondern bist nur 2W6 Runden komplett bewusstlos, da du danach aber auch mit 2 LP aufwachst. Ja, über 20 muss ich kommen, ne? Ja, das bist du. Mit anderen Worten, du kippst einfach nur um. Also du hast dieses Ding wirklich direkt. Also du hast Glück gehabt, dass er dir den Schädel nicht wirklich komplett gespalten hat. Du hast auf jeden Fall eine üble Verletzung. Du verlierst das Bewusstsein für 2-6 Runden. Das würfelt jetzt, würde ich auch sagen, Markus. Er hat den Treffer gelandet. Fünf. Also so eine knappe Minute bist du erstmal raus und danach bist du auch absolut nicht in der Lage, dich zu bewegen. Er hat ja auch bis auf 2 LP alles verloren. Ja, jetzt, der Magier will wegrennen. Aber ich kann kannst noch was machen. Du hast eine Möglichkeit, ihn jetzt noch aufzuhalten mit irgendetwas.
Ich möchte ihn wieder in Kampf verwickeln. Hat er das denn geschafft, also sich aus dem Handgemenge zu lösen? Es gab kein Handgemenge. Sie hat das Handgemenge nicht erfolgreich eingeleitet. Ja, ist richtig. Was hast du für eine Bewegungsweite übrigens, Lina? 24. Okay, das heißt, wenn du es jetzt nicht schaffst, ist er wahrscheinlich schneller als du. Ich möchte ihn angreifen, also einen Kampf verwickeln, damit er nicht wegrennen kann. Also wieder raufen. Oder möchtest du einfach nur einen Kampf? Einfach nur einen Kampf. Also einfach mit Sai weiter drauf. Genau. Okay, dann mach das. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann... Der ging daneben, okay? Ja. Er rennt. Er rennt, okay. Sehe ich meine Freunde jetzt? Nein. Dafür müsstest du aus dem Rauch raus... du bewegst dich aus dem Rauch raus, du siehst natürlich die Kuppel nicht, aber du siehst, wie Kenichi ihm hier gerade den Schädel quasi spaltet. Also du würdest jetzt erstmal... Du wärst nicht verwundert, wenn der Angriff ihn umgebracht hat. Okay. Du siehst quasi, wie Kenichi sein Schwert aus seinem Schädel rausholt. Es ist, Wie bitte? Naja, nicht so gerade rauszieht, sondern halt so seitlich so ein bisschen... Ja, ich kann's mir vorstellen. Also er hat auf jeden Fall ein ordentliches Stück Kopfhaut verloren. Du kannst nur deine Kopfhaut bleibt hier. Ich bereite einen Zauber vor. Geht das noch? Besänftigen, auf jeden Fall gibt's noch einen Angriff von Kenichi auf... Ja, sowieso eine Runde, weil 10 Sekunden eben, dauert in der nächsten Runde erst. Ja, ich bereite einen Zauber vor. Erst einmal ist natürlich unser werter Mönch dran mit Zurückhauen, bevor... Ich möchte... Wie soll man sagen? Wie nennt man das? Präventiv zurückschlagen. Ja, genau. Nee. Daneben? Ja. Jetzt kommt der Schlag von Kenichi. Okay. Das ist noch ein Crit. Möchtest du mich verarschen? Möchte einer von euch vielleicht Schicksalsgunst einsetzen, um das aufzuheben? Ey, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass... Keine Ahnung, wenn er wieder so einen Treffer wie gegen unseren anderen Samurai raushaut, bin ich tot. Also, ich dann kann nicht gut zaubern. Ich habe Zaubern nur plus 13. Warte, wie viele Lebenspunkte hattest du vor Beginn des Kampfes mit dem Mönch? Was noch interessant ist, wie stark wurde Benny schon von Dingens getroffen? Er war schon immer noch voll, ne? Ja gut, wenn du... Ja, Dom, wie viel hast du von der Dings verloren? Von der Spinne? Hm? Lebenspunkte gar keinen. AP, boah... Wie viele Lebenspunkte 15? Hast du dann also noch? 12 aktuell. Wer von euch beiden hat noch Schicksalsgunst übrig? Ich. Ich hab auch noch Schicksalsgunst. Möchte jemand die einsetzen? Ja. Gut, dann Markus, würfel mal neu. Darf ich mir den PP trotzdem aufschreiben? Ja. Was? Nein. Ich bin jetzt ja. Jetzt ja. Tut mir leid. Zweimal wiederholen darf man den Wurf nicht, oder? Wenn du das jetzt machst, es ist dein eigener Wurf. Das heißt, es sind jetzt zwei Leute, die getrennt voneinander Schicksalsgunst einsetzen. Dann würde ich sagen, ja. Drück mal zweimal R, wenn du würfelst. Okay, ich setze auch einen Punkt Schicksalsgunst. Und dann kannst du Schicksalsgunst vergessen jetzt gerade. Außer du würfelst jetzt noch eine 20. Oh. Drück mal zweimal R beim Würfeln. Nochmal, jetzt. Jetzt ist zu spät. Oder so. Ja, er trifft mich. Reicht das für daneben? Das reicht nicht für daneben. 21. Was? Zwei Angriff, zwei Schaden wegen... Ich hab Angriff plus 2 und dann bin ich auf plus 16. Das sind Treffer. Hab ich nicht. Ja. War wenigstens kein Anfang außerdem. Ja? Nochmal! 7. 13, 9, 13, ja. Deine Rüstung geht immer noch runter. So 10. Puh. Dafür bin ich aber auch. Auf wie viel LP bist du runter? Auf 2, oder? 2, ja. Dann kippst du um. Aber ich möchte jetzt einen. Moment, er hat eine Rüstung an? Ja. Du hattest halt keinen Helm auf. Ja, aber ich hab. Achso, ja, stimmt. Der zählt Rüstung trotzdem nicht, ne? Nee. Okay. Alles klar. Ich möchte aber jetzt anmerken, dass durch die Kuppel ich die anderen Freunde nicht angreife, weil ich ja immer noch denke, dass die Kuppel da ist. Du schlägst vielleicht ein paar Mal auf die Kuppel ein und dann beruhigst du dich langsam. Ja. Ich zauber trotzdem noch. Egal, er zerbricht die illusionäre Kuppel und es liegen sowohl ein Spinnkadaver als auch die Scherben dieser Kuppel für ihn noch da. Hat die Kuppel Punkte? Punkte? Strukturpunkte. Strukturpunkte. Ich habe den nicht so konzipiert, nein. Aber grundsätzlich, wenn man dran glaubt, dass man die zerbrechen kann.
weil es ist nee, ja nee, dann gilt, was der andere als Illusion vorgegeben hat. Ja. Aha, interessant. Jetzt? Darf ich zaubern? Ja. Hast du nicht gesagt... Achso, nee, sie sieht die Kuppel ja nicht. Mach mal einen Abwehrwurf. Geistesresistenz. Geistesresistenz? Ja, besänftigen ist doch Geisteszauber. Ja, Geist. Erster Wert? Ja. Das sind 23. Ja, funktioniert. Ich habe eine 26 gewürfelt. Hast du auch die AP und sowas alles ausgegeben und so? Jetzt gerade habe ich mir abgezogen. Okay. Du beruhigst dich langsam, du verlierst natürlich entsprechend deine, ich glaube, 1W6 plus 2 AP verlierst du nochmal wegen aus Berserkergang raus. Ja. Hast du noch welche? Ja, ich habe noch 9. Also du kommst langsam wieder wirklich zu Verstand. Du siehst, du hast deine beiden Freunde fast umgebracht. Einen vielleicht komplett, er rührt sich überhaupt nicht mehr. Wir haben beide gleich viele LP. Der eine ja, ist, hat aber einen kritischen Kopftreffer. Er sieht halt fieser aus, deswegen rennt natürlich Jai sofort zu ihm. Hä? Du siehst nicht ganz so fies aus. Ich hab einen verkackten Kopf abbekommen, Dude. Kann Kenichi erste Hilfe? Nein. Scheiße. Okay, dann... Der egal. Hat nur das Know-how für Bein ab, nicht für Bein dran. Genau. Know-how. Know-how. Okay, erstmal möchte ich bitte erste Hilfe anwenden. Dann mach mal erste Hilfe. Erstmal Heilkunde. Ich glaube, das ist in M5 gar nicht mehr so. Das habe ich früher mal. Also in M5 konnte man es noch so spielen. Ich glaube, in M4 ist das. In M4 konnte man es noch so spielen. In M5 war es, glaube ich, nicht mehr so. Mit war Heilkunde? Ja, mit Heilkunde kannst du, glaube ich, eben nicht mehr aufbocken. Ich dachte, du kannst entscheiden, ob du entweder. Ja, das entweder war normalerweise. Das war in M4 so. Ich schaue es nochmal kurz, wie es in M5 ist. Es gibt hier zum Glück das. Wenn das nicht so ist, dann zählt dieser Wert für meinen Erste-Hilfe-Wert. Ja. Hätte ich auch so werten lassen. Danke. Etikette fälschen. Heilkunde. Ja. Gelingt ein EW Heilkunde, kann der Anwender entweder plus 4 auf seine EW Erste Hilfe bekommen oder zusätzlich ein LP und AP heilen, wenn der EW Erste Hilfe gelingt. Warte, wo steht's genau? Ach, hier, ich hab's. Bei Erste Hilfe steht's auf Seite 107. Ach, bei Erste Hilfe. Ich hab unter Heilkunde geguckt. Okay. Ja gut, dann kriegst du jetzt deine plus 4 auf Erste Hilfe oder möchtest du den... Die extra halt... LP, AP. Und übrigens, du kriegst, also während du ihn behandelst, wacht er natürlich auf. Aber... Die extra LP, AP gibt's nur, wenn Erste Hilfe gelingt. Ja, ja, deswegen, ich habe Erste Hilfe nur auf 8. Dann warf das lieber auf 12 ja. hoch. Ja, ja. Ich auch. Und noch eine Kleinigkeit. Hab ich auf 12. Du kriegst natürlich für Heilkunde dann noch deinen Praxispunkt wegen 16. Oh, ja, scheiße, okay. Ich krieg auch einen Praxispunkt auf Erste Hilfe, ja. Erste Hilfe. Dann, wie viel heilst du? Lass mich erstmal aufschreiben, so. 2. 2 LP, du bist immerhin auf 4, du bist wieder halbwegs stabil, aber dir dröhnt immer noch der Schädel ohne Ende. Dann möchte ich... Dafür müssen wir zum Doktor gehen. Also du hast auf jeden Fall einen Schädelbasisbruch oder sowas. Also ich, ne, ich, ja. Kann ich noch... Wie viel war das? 2 LP, AP. Da sieht man, was passiert, wenn man die Patienten nicht stationär, sondern nur ambulant aufnimmt. Tom? Ja? Für mich ist die Illusion noch da, korrekt? Ja, du hast nur gesehen, sie ist wieder durch die Kuppel gerannt. Dann würde ich ja einen Hinweis bekommen. Eigentlich immer nur einen pro Person einmal, aber okay, meinetwegen. Nee, den ersten Hinweis habe ich nicht bekommen, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht... Doof war, ja. Stimmt, zu dem Zeitpunkt warst du doof, jetzt darfst du mal würfeln, Geistesresistenz. Wenn du 25 oder höher hast, reicht's. Das reicht nicht. Ja. Auf jeden Fall, er hier ist jetzt... Ich sag mal, er ist stabil. Ja, dann möchte ich den anderen heilen, bitte. Ja. Oder kann ich auch SF auf den anderen... Ja, aber du machst dann 2 Heilungen weniger, weil schon 5 Minuten dazwischen liegen. Kuppel ist hart wie Stahl, sie ist eine Kruppel. Ja, mach ich. Ich mach erstmal Heilkunde wieder. Nee, reicht dann nicht. Dann Erste Hilfe. Erste Hilfe? Kritischer Fehler, tot. Ja. Also kein kritischer Fehler. Nein, 21. Dann wie viel heil ich jetzt, sagst du? 1W6 minus 2 meines Wissens nach. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Ich würde es einfach mal so gelten lassen. 3. Ja, 3 ist okay. 3 LP, AP. Also du kannst dich wieder aufrappeln. Und ich so vom Haus aus. Du stellst dich tot. Ja, aber jetzt, also ich habe mich halt tot gestellt, bis ich die Schritte entfernt habe. Ich habe mich doch nicht tot gestellt bis zum St. Nimmerleinstag. Ja, du kannst aber nicht mehr kriechen.
Ich sag mal, für ihn jetzt mit Erste Hilfe zu versorgen, ist zu spät. Nee, klar. Aber höre ich ihn denn? Es dürfen jetzt alle Leute mal kurz hören. Also außer Akaya natürlich. Was habe ich denn da? Im Zweifel 6. Auch ich? Ich höre ihn. Alles, was du hörst, ein Bimmel im Kopf, soll ich trotzdem mal hören. Ich höre auch was. Ihr hört alle was. Also ihr hört so Hilfe! Ich. Need heal, please. Heal, please. Ich deute auf Kenichi und lauf ums Haus. Ich bleib also vor. Ich deute, dass er mitkommen soll. Ja, ich habe ihn auch gehört. Ja. Also. Ja, dann komm. Ich möchte alles kurz sagen, klar, Nico, du bist liegen. Rogue und kein Jäger. Du kannst dich eigentlich gar nicht totstellen. Nahkampfjäger. Noob Support, why leave me alone? Why not follow? Ja, ja. Die Turret Vane, ne? Genau. Oh Mann, diese LOL-Anspielung gerade. Also, okay, ich fang an zu heilen. Ach nee, ihn kannst du gar nicht mehr heilen gerade. Die 3 Tage sind noch nicht um. Stimmt. Ich brauche einen Arzt. Ja, ich habe Kenichi gedeutet, dass er mitkommen soll. Ja, ich bin auch da. Kenichi, du musst eine Tür für mich eintreten. Ach nee, Kenichi kann ja gar nicht, der steht ja vor der Kuppel. Ja, eben, ich kann die gar nicht. Du läufst da durch, ich so, hä, was? Und lauf gegen die Kuppel. Sehe ich die Kuppel eigentlich? Du hast bisher noch nichts gemacht, also noch keine Resistenzwürfe dagegen gemacht, weil du nichts gesehen hast, was daran irgendwie ungewöhnlich wäre. Wie bist du eigentlich aus der Kuppel rausgekommen? Jetzt hat der einen Resistenzwurf. Ja. Weil es ein Hinweis ist. Du darfst einmal kurz würfeln. Wie gesagt, mit insgesamt 25 durchschaust du die Illusion. Das reicht. Welche Kuppel? Kennedy. Bin ich da. Bin weit ich, weg in der kann Kuppel. Kann ich ihm helfen? Du kannst ihn schleifen oder tragen. Ja doch, ich kann. Ich bin stark. Ja. Ich habe irgendwie eine Stärke von 70 sogar. Ja, das kriege ich hin. Also du trägst ihn irgendwann durch die Kuppel. Jetzt verbringt er sein restliches Leben in dieser Kuppel. Zauberwirklichkeit hält nur eine halbe Stunde, Leute. Dann Frage, das ist ja eine Extra-Person. Kriegen wir jetzt einen zusätzlichen Hinweis? Ihr kriegt den Hinweis. Irgendwann muss es doch mal hinhauen. Hopp. Die anderen, ihr habt auch einen Wurf. Ja, ich guck grad. Die Kuppel existiert nicht, meine Freunde. Zählt das als Hinweis? Das hat sie vorher schon mal vorher. Die beiden haben durchschaut, nur der Krieger ist noch zu doof. Also ihr seht so irgendwie, also diese Kuppel löst sich so langsam in Wohlgefallen auf. Das Einzige, was noch da ist, ist der Rauch, der auch, ja stimmt, der Rauch dringt in die Kuppel. Das hat auch Hinweis. Ein Hinweis? Ja. Letzter Hinweis. Eins. Ja, bitte? Komm. Was hat 12? Genau 25. Glück gehabt, geht doch. Ist, okay. Ach so, die gibt's ja gar nicht, die Kuppel. Oh. Oh Mann, was für ein Bonehead hier. Kenichi ist eigentlich nicht so dumm. Mensch. Bring mich zum Arzt, du Trottel. Ja, ich glaube, ich muss hier ein paar mehr Leute zum Arzt bringen. Ich helfe. Ja. Eine Tür ein. Ich helfe vorsichtig Hayato auf. Bann den Wagen an. Den Mönch lass da liegen. Nee, ich sag mal so, du kannst alleine laufen. Ja, ich. Du hast. Hallo, du hast 5 Hände, ja. Ich hab gerade eingekackt. Wir sind ja nicht bei Ark, Leute. Ich rumpel hinterher. Also. Ja, ich würde dann auch. Fragen. Und der Arzt kommt, was stimmt denn nicht mit euch? Würde ich sagen, wir haben gekämpft, bis der Arzt kommt. Ach, also Mann. Prinzipiell, kleine Frage, lasst ihr die Tür diesmal heil? Wie, da ist schon wieder der Neue drin, das ging aber schnell. Naja, der hat jetzt eine Flatrate. Aus der Tatsache heraus, dass so viele Leute getragen werden müssen, wird unser Samurai wahrscheinlich soll ich, die Tür ertreten müssen. Ich mach jetzt mal was ganz Unerwartetes. Ich sie klopfe klopft. An die Tür. Stimmt, du musst ja... Nee. Genau. Aber und du stützt doch eher die anderen beiden, oder? Ja, nee, ich stütze nur einen. Ich stütze nur Hayato. Wenn der Kenichi Arzt aufmacht, trittst du ihn. Nee, Tadashi kann das laufen. Das wäre unerwartet. Ich humpel hinterher. Das wäre wirklich unerwartet. Ich klopfe gegen die Tür. Ganz vorsichtig, damit oder nicht noch besser, will. Noch besser, du wartest, bis einer hereinkommt und dann die
Tür geht langsam auf. Hallo, mein Herr. Also, während du das sagst, sieht er mit Entsetzen das blutüberströmte Gesicht des Mannes, den du stützt. Na gut, er hat natürlich schon er hat natürlich einen Verband um den Kopf, aber was? Was ist denn schon wieder mit euch passiert? Ich denke, wir brauchen wieder eure Hilfe. Ich wollte eigentlich euch noch kurz die Gelegenheit, ich möchte noch Gibt's eigentlich Massenrabatt hier? Können wir so eine Art Tarif ausmachen? So eine Art Abo? 4 Behandlungen zum Preis von 3? Ja. Ein Ibonement. Ach. Naja. Für Schmerzmittel. So. Ich wollte eigentlich, mir ist noch eine Sache komplett entfallen. Ich muss euch ja auch irgendwie für diese Situation belohnen. Dem Kerl. Für die musst du uns nicht belohnen. Ihr müsst irgendwie euren Lebensunterhalt bestreiten. Und die Erfahrungspunkte, die ihr nachher ausgebt, dann müsst ihr auch Geld bezahlen. Also, eure besten Kunden, gebt uns Rabatt. Ich wollte eigentlich sagen, dem Kerl ist was, also dem Zauberer ist was aus der Tasche gefallen, über das ihr fast gestolpert wärt. Und er hat seinen Dolch fallen gelassen. Nice. Das, was er fallen gelassen hat, was ihm aus der Tasche gefallen ist, ist eine Art, ja, es sieht aus wie eine ungefähr faustgroße Glaskugel aus im dunklem Glas, das so ein bisschen zu wabern scheint. Keine Ahnung, was das ist. Moment, ich schreibe mir das auf. Moment. Also in diesem Glas scheint es zu wabern. Der dunkle Lord wird wieder auferstehen. Also ich habe jetzt geschrieben, faustgroße Kugel mit Barbarei. Ja. Mit Barbarei, genau. Die Barbarisch. Barbarei. Ja, schon klar. Machen wir das Ganze jetzt mal halbwegs zügig. Ihr werdet natürlich verarztet, aber ich nehme an, irgendwann wird man auch euch ansprechen auf diese kleine Sache, die da mit der Mine passiert ist. Welche Mine? Was? Wir? Was? Mine? Wir waren Was? Mine. Also. Ich weiß nichts von einer Mine. Ich leite die Verhandlungen. Wie die CDU. Welche Mine? Also. Diese Mine war ein Nest voller Riesenspinnen, welche äußerst aggressiv waren und bereits viele unschuldige Bürger dieser Stadt angegriffen haben. Und deswegen war es der Wille der Götter, dass wir diese Mine, der Wille der Vorfahren, dass wir diese Mine... Götter gibt's auch, kannst du auch nennen. Okay, also der Wille der Götter und der Ahnen, dass wir die Stadt von dieser Gefahr befreien. Gut gesprochen, Samurai. Ich würde jetzt grundsätzlich mal sagen, ihr werdet natürlich noch ein bisschen belohnt. Ich würde gerne in Zusammenarbeit mit Jai würde ich Fahndungsschreiben mit Beschreibungen und eventuell Zeichnungen, wenn wir einen guten Zeichner finden, erstellen, weil sie kann ja einprägen für diese zwei Menschen. Sie hat einprägen nicht gemacht. Ja, aber prinzipiell, man kann das auch spontan ausprobieren, dann gibt es eine leichte Erschwernis. Und wenn es darum geht, einfach ein Fahndungsfoto zu bewerten, beide haben die Gesichter dieser Charaktere gesehen. Genau. Ich glaube, die beide sehr deutlich genommen. Ich habe mir übrigens das Gesicht der Hexe eingeprägt, die wahrscheinlich jetzt tot in der Mine liegt. Zwei dürften ziemlich zerquetscht sein. Aber von der habe ich mir das Gesicht eingeprägt. Ja. Es ist wie verhext. Ja. Ja, auf jeden Fall möchte ich quasi eine Fahndung in die Wege leiten mit einem entsprechenden Antrag auch an Sakura-sama. Da werde ich einen Boten losschicken. Ich würde sagen, auf jeden Fall. Der Wert der Samurai wird entsprechend belohnt und auch du bekommst natürlich ein gewisses Honorar irgendwann zugeschickt. Ich überlege nur, wie viel ich euch geben soll, weil letzten Endes, ihr müsst natürlich noch das Geld haben. Also solange ihr da seid, habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, Kampffähigkeiten ohne Geldkosten zu erhöhen. Okay, kriege ich mein Schwert wieder mein zweites? Nein, das musst du dir kaufen. Ich hab's eigentlich wieder gemacht wie ein typischer Beamter. Quanta kostet? Wie viel ein Katana kostet? Ja. 100 Goldstücke oder sowas? Mehr wahrscheinlich. Ich schau noch mal kurz, Langschwert? Also Langschwert, anderthalb Händler sogar, Moment. Codex anderthalb Händler. Ich würde gerne Erfahrungspunkte und Erfahrungsschatz Geld gerne. Was schlagt ihr denn vor, wie viel Erfahrung habt ihr euch so ungefähr verdient? Anderthalb Händler ist 200 GS. Ja. Also es wären 20 Geldschuhe. Ich hatte vor euch jetzt als Gruppe so circa, ich überlege gerade, wie viel müsstet ihr denn so ausgeben fürs Lernen normalerweise? Kommt drauf an, wie viel EP du uns gibst.
Kommt ja. drauf an, wie viel Zauber wir lernen. Deshalb Zauber wollte ich erstmal sagen, was würdet ihr denn vorschlagen? Warum habt ihr euch wie viel EP verdient? Ich möchte nämlich sagen, das, was jetzt passiert ist, ist nicht das beste Ende, was ihr hättet haben können. Ihr hättet die zum Beispiel fangen können und ihr hättet auch auf einem smootheren Weg dahin kommen können. Also der Punkt ist, wir haben auf jeden Fall, sagen wir mal, das, die Stadt mehr oder weniger gerettet. Das kann man so sagen. Das sollte ja schon etwas wert sein. Haben die Verantwortlichen identifiziert? Ja, haben die Wege nein. geleitet, dass sie verfolgt werden? Also ihr habt Gesichter, klar. Ihr könnt eine Fahndung in die Wege leiten, das stimmt. Aber ihr habt keinen gefangen. Aber wir haben zwei getötet. Zwei getötet, das stimmt. Ihr ja, hättet allerdings auch etwas einfacher, also ihr hättet zum Beispiel früher auch häufiger die Gelegenheit gehabt, die haben aber nie funktioniert. Ja, genau, weil die ja eh doof ist. Und lieber ihren Strick gibt, als dass sie rafft, dass da irgendwas falsch ist mit der Frau. Nachts verschwinden Leute, eine Person ist die ganze Zeit müde. Da ist was falsch mit sie. Ja. Ich hab euch so ein paar Hinweise gegeben, aber. Es riecht lecker, Kinderchens hier. Naja, prinzipiell. Da ist was falsch mit sie. Wie viel hab ich euch nochmal beim letzten Abenteuer gegeben? 400. 400, ja. Das hier war jetzt ein bisschen länger, allerdings habt ihr natürlich, wie gesagt, auch nicht so unbedingt die besten Lösungen gewählt. Ihr seid gerade bei wie viel? 500. 500. Wie viel braucht ihr für den nächsten Schritt? Ich glaube 250, ich glaube 750 ist der nächste Level. Ja, gut, das wäre aber ein bisschen wenig. Kannst du uns auch wieder 400 geben. 2000 ist etwas länger gedauert, war aber nicht ganz so erfolgreich, deswegen würde ich wieder 400. Ja, ich denke in also Fall. Dem Assassin würde ich ja weniger geben, weil der lag ja mehr im Dreck oder hing an der Decke, als dass er was gemacht hat. Also ich muss ja sagen... Ich habe das meiste Engagement gezeigt, ehrlich gesagt. Ich möchte sagen, dass Jai am Ende ganz schön gecarried hat. So ein bisschen? So bist du die Einzige, die von Anfang an die Kuppel durchschaut hat. Oder nicht von Anfang an, aber relativ schnell. So, schnelle Entscheidung. Sag also, was, Tom. Ich würde jetzt sagen, ihr kriegt wieder die 400. Damit kommt ihr also auf 900, das reicht jetzt gerade so nicht für 6. Und auf jeden Fall gibt's, ich überlege gerade, wie viel muss man normalerweise an, es gilt ja normalerweise ein Preis für eine Lerneinheit, für eine Trainingseinheit. Eine Trainingseinheit kostet normalerweise in Geld 20 Goldstücke je Training, 200 je Lernen. Ich würde sagen, die Gruppenkasse, ja komm, der Samurai kriegt insgesamt für die also als Honorar, sag ich mal, oder für die Gruppenkasse 1000. Der Ninja, ob er das mit den anderen teilt, kriegt nochmal 300 obendrauf. Schreib mir die 300 auf jeden Fall mal auf. Warum kriegt der Samurai eigentlich? Ich weiß, dass der Ninja Geld bekommen hat, korrekt? Nein. Warum? Woher? Es hat ja bisher keiner von euch gerafft, dass das einer ist. Nur Jai weiß das. Ja, weiß es. Ja. Und wo hat er dann das Geld herbekommen? Von einem Boten. Ja. Von Sakura-sama. Ach so, von einem Kurier quasi, der bei ihm in der Schreibwerkstatt angeklopft hat. Eine bodenlose Frechheit. Ach, sind wir wieder in, wie heißt es? Nein, ihr seid noch nicht wieder in Injido. Ihr seid gerade immer noch weiter in diesem kleinen Bergarbeiterstädtchen. Was heißt Städtchen? Es ist eine Festung. So. Würde die Belohnung nicht auf die beiden Samurai verteilt werden? Ja gut, dann hat jeder von euch 500. Ich wollte gerade fragen, warum kriegt ein Samurai alles? Die wissen doch gar nicht, was passiert ist. Ja, ihr habt es ja mehr oder weniger ausgeführt, Spinne. Auch wenn wir das jetzt nicht groß ausgespielt haben. Die Folge geht schon lang genug und das sollte einfach nur das Finale werden und ja, es wird immer länger. Aber es ist trotzdem, es muss trotzdem angemessen gemacht werden. Apropos das Folge, die müssen wir jetzt auch noch beenden. Ja, also, ich hoffe, ihr hattet jetzt an diesem Szenario Spaß. Ich weiß, es ist sehr, sehr kampflastig geworden, aber die subtilen Lösungsvorschläge habt ihr ja nicht haben wollen. Entsprechend musste ich euch immer wieder in Situationen bringen, in denen ihr eventuell mal jemanden fangen könnt, das aber nie geschafft habt. Ich würde sagen, das war eine echte Kantaipanne-Folge. Das war richtig Kantaipanne. Ja, beim nächsten Mal sehen wir uns wahrscheinlich Star Wars-mäßig wieder. Das heißt, ja, ich werde auf jeden Fall in einer weit entfernten Galaxis. Ich werde auf jeden Fall die Charaktererstellung hochladen. Das wird ein ziemlicher Block, muss man sagen. Richtig. Weil ich irgendwie keine Lust habe, das komplett groß zu schneiden. Und es ist so, dass wir dann noch einen Namen für das Projekt brauchen. Ja. Und bitte jetzt nicht sowas wie Star Wars. Das wäre... Was?
Was? Starrenwurst? Nee, egal, wir überlegen was ist, uns was dazu was. Was ist denn was mit Kommentaren von den Usern? Ja, genau, darum Kommentare. Vorschläge machen? Ihr macht bitte einfach Vorschläge, vielleicht sehen wir da was Lustiges und natürlich schauen wir dann, was wir uns da für einen Namen ausdenken. Ja, und genau. Denkt dran, das wird wahrscheinlich genauso ein Projekt wie dieses hier, also sehr viel Schwachfug. Richtig, ja, genau. Schwachfug. Aber bis Nico dahin übernimmt den Spielleiter, das heißt, es wird wahrscheinlich noch schlimmer. Genau, bis dahin eine schöne Zeit und koppel. Ja, wir können ja schon mal so grob sagen, was zu erwarten ist. Ich meine, nein. Na gut, dann nicht. Dann das seht ihr in der Charaktererstellung. Nichts spoilern, genau. Okay, also dann, ich hoffe, ihr hattet Spaß und das nächste Mal übernimmt dann Nico. Ich werde trotzdem weiter aufnehmen und hochladen. Richtig. Ich auch. Und vielleicht werde ich das sogar streamen, mal schauen. Also vielleicht streame ich es dann irgendwie auf YouTube oder so. Mal schauen. Stream Wars. Also dann, bis zum nächsten Mal. Jo. Jo, ciao. Tschüss.